Das nenne ich mal eine krasse Playlist. Guten Abend. Danke, danke, danke. Hallo West, hallo Stream Elements, hallo Gizmo, hi Nachtschatten. Old Greenhorn, ist das das? Du hast ja vor 2 Tagen schon abonniert. Ist das jetzt dieses Zeige es allen, was dann immer im Chat steht bei Twitch? Zeige es allen. Triblaze, vielen Dank. Auch schon fast ein halbes Jahr dabei. Krass. Moin. Jo, das ist das, ja. Ich wundere mich auch immer, dass das 5 Tage später kommt. Heute neu mit Prime. Aber Montag war auch schon mit Prime. Old Greenhorn vor 3 Tagen hat mit Prime abonniert. Und jetzt schon 17 Monate. Und heute auch 17 Monate, okay. Muss man nicht verstehen. Ja. Hurra, das Update ist da. Hole ich mir das mal ran. Und First Fazit. Ich hätte gar nicht droppen brauchen außer Legende. Glaube ich. Ich glaube, ich kriege auch gar nicht so viel gemacht hier. Aber egal, ich wollte ja die Schleichkobolde ausprobieren. Und von daher kann mir sicherlich jemand diese Truppen spenden. Vermutlich habe ich hier unten auf dem Tablet auch den Toto drauf. Möglich, möglich, das war wohl so, hat mich auch gewundert. Muss mal gerade gucken, Download Content, ob ich hier unten auch den Toto drauf habe. Ah ne, hier habe ich jemand anders drauf, okay. Jo. Sehr schön. Habe ich die heute schon gestartet, die suchende Luftmine? Ja, tatsächlich. Okay. Na egal. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Wenn du eine Hose anhast und Oberkörper frei, wird man nicht gebannt, solange man nebenbei im Pool steht. Ah, okay. Na, so ein Glück. Dann mache ich das demnächst aus dem Pool. Danke für den guten Tipp. Dann mache ich das demnächst aus dem Pool. Würden er den Mini-Worden in der Blimp spielen mit Supermagier, die überleben dann sogar, wenn sie auf dem Bombenturm landen. Okay. Mit einem Supermagier, ja. CW in Free-to-Play spenden. Ist es wieder... Ach so, ja, ich kann nicht spenden, Leute. Da müsst ihr selber durch. Warum den Adler nicht mit dem Hammer? Ich habe den einzigen Hammer, den ich gehabt habe, glaube ich, hier verballert, oder? Oder habe ich den Hammer immer noch, den Gebäudehammer? Ne, den Gebäudehammer habe ich woanders verbraten. Ich glaube, bei der Kaserne, oder? Jetzt kenne ich mein eigenes Video wieder nicht. Oder hatte ich, es kann auch sein, dass ich gar keinen Gebäudehammer hatte. Es kann auch sein, dass ich gar keinen Gebäudehammer hatte. Die habe ich mir normal hochgemacht. Und mehr brauchten wir heute auch gar nicht. Ja, okay, wir müssen die Bauhütten natürlich auch noch machen. Streukatapulte, die machen wir gleich. Denke ich mal, da können wir auch eins von fertig machen. Glaube ich. Ne, noch nicht. Ich muss das Baubuch haben. Okay. Ich muss das Baubuch haben. Hab noch 2 Runen. Noch einen Heldenhammer. Ja, mal sehen. Mal gucken. Ich kann einkaufen, ja. Moin, moin. Aber nicht, wenn der Bombenturm eine kleine Bombe liegt. Okay. Aber ich muss das mal gerade ein bisschen wegstellen hier.
derselbe Bläse mitten ins Gesicht. Ich muss ein bisschen droppen, dass die Lupen weggehen, glaube ich. Gerade jetzt heute Abend, wo viele spielen. Ist ein bisschen doof, dass ich nicht ganz so tief gedroppt habe, glaube ich. Ich droppe erstmal jetzt so ein paar Pokis. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, auch wenn die jetzt ein bisschen Loot haben hier. Das ist mir egal. Sodass das ein bisschen schnittiger von vorangeht. Aber ich muss sowieso nachher wieder ein paar Pokis machen, weil ich ja diese Challenge machen will mit den Heilzaubern. Ich habe immer einfach einen Heilzauber dabei und mit den Sneakies mal sehen, ob wir da bis zum Rathaus irgendwie immer kommen. Hintergrund ist natürlich, dass ich mit den Helden und den neuen kleinen Worden so ein bisschen was reißen will. Ein bisschen wenigstens, ne? Ja, ich habe die heute schon in der Blimp gespielt, Onkal. Allerdings sind die mir sofort verreckt. Egal. Ja, ich konnte jetzt heute Abend den Oberkörper nicht freilassen. Ich meine, ich hätte ihn jetzt natürlich wieder freilassen können, aber ich war eben noch weg im Edeka und da gehe ich dann doch nicht wie... Da gehe ich dann doch nicht wie Herr Grabowski hin, ne? Wie Günther. Also nur im Unterhemd. Na, Trimac? Ja, Hammer, ne? 4,599,1,99. Die haben mich fast, also mein Bankberater hat angerufen, hat gefragt, Toto, bist du sicher, dass du überziehen willst? 1,99 und 5,99. Da habe ich gesagt, kannst du vielleicht nochmal durchgehen lassen. Vielleicht kriege ich heute Abend das ein oder andere Abo, dann kann ich das wieder ausgleichen. Oder ich mache morgen eine Sonderschicht abends. Den können wir mitnehmen. Ich mache abends eine Sonderschicht sammeln. Achso, ich habe keine Bauarbeiter, keine Dings. Okay, dann gehen wir hier mal nur mit den Helden rein, würde ich sagen. So, hier sieht man jetzt wunderbar die neue kleine große Aura der Flitschen-Typen hier. Sehr schön. So, da haben wir den Adler auf jeden Fall geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, dann können wir hier schon fast reingehen. Warte mal. Wir müssen eben erstmal das Lager da wegmachen. Ich muss sie hier mit mehreren Fingern, glaube ich, rausbringen, ne? Oh, wir haben gar keinen Stern geholt, okay. Sehr ärgerlich. Dann nützt mir der Heilzauber natürlich auch nichts. Da muss ich noch ein bisschen anders vorgehen, glaube ich. Aber okay, wir haben wieder ein bisschen gedroppt, das ist ganz gut. Aber die nehmen wir wieder mit. Warum ist das eigentlich so, dass ich hier sowas frei habe? Einmal da und ich nehme mal 6 von den anderen mit. Halt, 1, 2, 3. So. 4, 5, 6. Oh, das passt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ich wollte es gerade sagen. Das passt nämlich nicht, Leute. Sehr ärgerlich. Jetzt hat sich hier noch nichts geändert und ich brauche unbedingt das Baubuch, dass ich wenigstens einen Scattershot machen kann, ne? Das Farm habe ich nicht vermisst. Naja, der Tod 44, vielen Dank für die Verfolgung und willkommen im Kanal und auch den krassen Hansi, danke.
Wieso hast du Miniworden auf 2 gemacht? Der ist doch schlecht. Ich weiß nicht. Ich mache ihn. Ich meine, wenn du ihn schlecht findest, Odin, dann ist das deine persönliche Meinung. Ich glaube, mit dem kann man irgendwas anfangen. Genau wissen wir es natürlich noch nicht. So, ich habe ein paar Mauerringe. Dann können wir hier mal 8 einsetzen, würde ich sagen. Und können uns hier die Mauerringe rausholen. Jo. Machen wir auch den Rest mit Mauerringen. 8 ist ja auch schon sportlich. Guck, und schon haben wir nichts mehr. Naja, aber 2 Monate weniger. Komme gegen 22 Uhr wieder. Ja, mach mal. Scheinbar bin ich dann noch online. Ich denke mal, als hing so. Jo, und eure erste Meinung? Ich meine, es gibt, so viel ist es ja gar nicht zum Updaten. Es hat nur so unendlich viel Laufzeit. Und, ja, warum habe ich den Warden nicht mit dem Hammer gemacht? Ich wollte es nicht machen. Er kann ganz gemütlich vor sich hinlaufen. Ich denke mal, wenn wir hier mit dem Hammer etwas, das Streukatapult zum Beispiel, auf ein Level hochziehen, dann ist das so ein bisschen mehr wert. Erste Meinung, man muss vieles testen jetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allen Dingen den Lalo, ne? So, wir machen mal ein Scatter, würde ich sagen. Damit ich auch mal sehe, wie der aussieht. Aber ich habe noch gar kein Baubuch, ne? Das müssen wir erst haben, ne? Ich bin auch ein Otto. Ja, ich bin auch ein Otto. Egal, wir lassen den laufen. Bis gleich. 17.4. Ja, ich bin auch ein echter Otto. Und es gibt vor allen Dingen vierfach Bonus und ich habe davon nichts. Oh nein. Perfekt. Wir boosten, oder? Würde ich sagen. Ich habe einen Trank dabei. Ne, 2 habe ich über. Durch das Gekaufe heute. Den Lalo muss ich nicht testen, den muss ich üben, okay? Aber hatte ich ja gesagt, also weder Hund noch Loon sind nach oben gekommen, aber es sind ja auch nicht die Luftabwehren, die jetzt ein Level hochgehen oder die Bogenschützentürme. Das sind ja auch Verteidigungen, die Stress machen. Der Feger auch nicht, der Monolith auch nicht. Okay, Scattershot, Adler, die können natürlich ein bisschen stressen, keine Frage. Und auch ja, eine gut positionierte Tesla-Farm kann einen auch ein bisschen abnerven. Aber sonst, jeder, der neu anfängt und sieht, es gibt 100 Level pro Held, abschließen, App schließen und deinstallieren. Odin, das habe ich auch mal gedacht. Das habe ich mal früher, ich hatte mal früher in Herr der Ringe auch so eine Durchhängephase, wo ich das nicht mehr gespielt habe und bin dann bei 70, glaube ich, wieder eingestiegen und habe da gesehen, Alter, bis 85 geht's. Und habe dann angefangen zu questen mit wirklich vielen Accounts. Also ich habe mir ein Gebiet genommen, was weiß ich, Rohan, habe es durchgequestet mit dem ersten Charakter, alles durch, Buch auch durch, also die Geschichte, und bin dann auf den zweiten gegangen und habe immer geguckt, wie weit kommst du auch mit Kräften und sowas. Und das geht schon, man kann das schon nachleveln, ist aber wirklich Fleißarbeit, also auch das hier bei Clash of Clans ist echte Fleißarbeit, sicherlich ein bisschen reinpayen, weil alles warten, wenn du jeden Tag aktiv Clash of Clans spielst und farmst, glaube ich, hast du jeden Abend die Pötte voll und alle Bauarbeiter beschäftigt und die brauchen ja halt ein bisschen, bis sie wieder frei sind. Entweder hast du immer genug Tränke, holst ein bisschen was nach mit Medaillen oder gems das ein oder andere. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch 9257 ausgeben. Ich wüsste jetzt aber im Moment nicht wofür. Ja? Vielleicht für Boost-Tränke oder so. Zu Tio, heißt das so? Zu Tio? Danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Ja, man muss viel testen. Das stimmt. Außerdem sind es noch nicht 100 Level Odin. Es sind erst 95. Ich habe die Tage so ein Schild gesehen auf Facebook. Fand ich sehr gut. Das war so ein Schild. Da stand so ein Pfeil drauf und darüber stand zur Klugscheißer-Tagung. 50 Meter. Und dann hat das unten einer durchgestrichen, die 50 Meter, und hat drunter geschrieben 48,7. Ja? Fand ich sehr nett. Passendes Schild. Ja, nächstes Jahr kommt Level 16, dann kommt die Level 100 Queen. Ja, ich denke auch. Bis dahin haben wir hier auch die restlichen Forschungen. Im Moment können wir ja nur 2 Pets weiter forschen.
Auch wenn man das nicht mag, denke ich mal, macht man's. Denn als nächstes kommt dann, weiß ich nicht, Einhorn Digi oder so. Also auf jeden Fall eins von den neuen und nicht erst Elektroeule Einhorn. Ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe, es kommen dann zwei aus den neuen Vieren, so nenne ich sie jetzt mal. Und dann kommen wieder zwei aus den alten Vieren und dann zwei von den neuen Vieren. Genauso geht es auch mit der Belagerungsmaschine. Da können wir auch im Moment erst nur zwei Stück leveln. Die es auch ganz am Anfang oder relativ früh gab, der ist ja noch ein bisschen später gekommen. Das sind jetzt auch nicht so die Favorisierten, sage ich mal, die man jetzt unbedingt in die Clankriege mitnimmt, aber ja, Frosty und Exe eventuell. Irgendwas kann ich mir vorstellen. Ja, irgendwas kann ich mir da vorstellen. Aber okay, ich denke mal, wir können los, oder? Jo, wir können ein bisschen los. Ah, jetzt habe ich kein Heil dabei. Oh, aber dafür drei Sprung, toll. Kein Heil dabei. Im nächsten haben wir den Heil dabei. Okay. Mal sehen, wir müssen unbedingt irgendwie auch mal ein Rathaus snacken, damit wir das Spiel auf jeden Fall abschließen und in den ersten 60 Sekunden ein Sternchen machen. Das schaffe ich natürlich gegen Sonnebase eher weniger. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe mich jetzt nicht festgelegt. Wo ich mich wirklich nur festgelegt hatte, war, dass ich die Kobolde auf jeden Fall auf Max-Level baller. Das war mir von Anfang an klar, auch wenn viele gesagt haben, Toto, nimm lieber eine CK-Truppe. Mit den Sneakies kannst du auch auf Level 19 noch farmen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß auch, was ihr meint. Aber jeder spielt das Spiel anders. Ich spiele es jetzt halt mal so. Hallo, ich bin McPetri. Grüße dich. Ja, heute endlich mal wieder zu zwei YouTube-Videos gekommen. Die ganzen Tage nichts gemacht. Echt nur faul abgelenzt hier. Draußen meistens. Ich war ganz wenig hier oben. Hab gerade gesehen, wir spielen gegen einen inaktiven Clan. Ah, okay. Inaktiv gegen inaktiv. Das passt doch schon mal ganz gut, oder? Das passt doch schon mal ganz gut an der Stelle. Mauer hier wäre auch nicht schlecht, ne? So, wir nehmen jetzt mal die Süßen mit rein. Und ihn hier. Haben die ordentlich Trefferpunkte, Leute? Oh, wir haben gar kein Gift, sehe ich gerade. Okay. Mit dem Tropen fast gedreiert. Auch nicht schlecht. Okay, der arme 14er. Aber okay, der hatte auch noch kein so großes Rathaus. Leben da jetzt noch so ein paar von denen? Nee, ne, die sind alle weg, ne? Ah ne, da sind noch so ein paar Mützenträger, okay. Eieiei, Donnerwetter sind die stark. Ui. Nicht schlecht, da sind sie. Da sind sie, Pfeil, hier mit der Flitsche. Und die sind auch erst auf 2, es sei denn, die sind aus der Clanburg, Donnerwetter. Naja, okay, ein paar Pokale brauchten wir auf jeden Fall, aber nicht alle, würde ich sagen, weil wir wollen nicht zu viel machen, ne? Das muss auf jeden Fall passen, sehr schön. Ja, kannst du mein Dorf schlagen, Rathaus 15 Bases. Ah, ich habe nur 3. Nee, ich hab vor allen Dingen nur 2. Egal. Wie lange spielst du schon Clash of Clans? Ico seit 2014, so Mitte.
so circa Juni, Juli, glaube ich, habe ich damit richtig angefangen. Etwas eher haben meine Jungs mit diesem Account hier angefangen. Ich habe ihn dann übernommen. Und aber ich würde mal so sagen, da müsste ich jetzt selber noch mal genau nachgucken. Es war so circa. Ich habe aber auch ein paar Pausen gehabt, ne? Ich habe auch ein paar Pausen gehabt. Ich habe nicht durchgängig gespielt. Ich habe also auch mal ein paar Pausen gehabt. Und 2021 zum Beispiel eine ganz große Pause, weil ich da eine kleine Midlife-Crisis hatte. Und da habe ich recht wenig gemacht. Bin dann erst 2021 am Ende wieder so ein bisschen eher erwacht. Richtung 2022, glaube ich. Und ab März 2022 dann, glaube ich, wieder ein bisschen regelmäßiger. Also passt schon. Und auch jetzt die Livestreams. Leute, seht es mir nach, am Wochenende hier Livestream. Um 9 Uhr anfangen und um 12 Uhr eine, 2 Uhr aufhören. Ich würde das gerne machen. Aber sind wir mal ehrlich. Ihr habt es viel besser als ich. Ihr fläst euch irgendwo in den Garten und haut euch einen Pilz nach dem nächsten weg, womöglich auch noch beim Grillen. Und ich sitze hier oben und spiele Clash of Clans mit euch. Das ist irgendwie doof. Deswegen sitze ich auch im Garten und trinke ein Bier nach dem anderen beim Grillen. Gestern hat schon gar keiner mehr gefragt. Ich glaube, wegen Samstag hat noch jemand gefragt gehabt. Aber da habe ich ja Champions League Finale gesehen. Und ich muss sagen, das Champions League Finale auf dem iPad war erstmal super, super cool. Da unterm Carport, weil da ist immer so ein leichtes Lüftchen. Ja, da lässt sich super aushalten. Nicht bewegen, nur irgendwo hingucken. Döschen Pilz habt ihr gesehen bei mir. Meine Marke vorhin mal wieder geleakt. Und ich fand es auch von dem Hintergrund, dass Man City so Skandal behaftet ist, fand ich es von der ersten bis zur letzten Minute ein unheimlich spannendes Spiel, eine wirklich tolle Unterhaltung, eine super Werbung für den Fußball. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Fußball auf ziemlich hohem Niveau gesehen, auch wenn Manchester City selber von sich gesagt hat, das war eins unserer schlechtesten Spiele. Ja, das fühlt man natürlich immer so, wenn man ein Spiel nicht so dominiert wie vielleicht andere viele Spiele vorher, wo man wirklich den Gegner, sage ich mal, vorführt, ihn so ein bisschen zappeln lässt und deswegen glaube ich, dass sie das genau, dass ich weiß gar nicht mal, wer es im Interview war, aber da sprechen ja viele Deutsch auch bei Manchester City und der hat das absolut richtig gesehen. Ich glaube, es war sogar Ilkay Gündoğan, der das gesagt hatte, dass das eines der schlechtesten Spiele war und sie auch nicht wirklich ins Spiel kam. Das hat man auch gesehen. Die erste halbe Stunde war richtig zäh für City und Mailand. Ich meine, okay, jetzt könnte man sagen, Mailand der Underdog, aber das ist nicht so. Inter Mailand ist, das ist Inter Mailand und die sind auch nicht umsonst bis ins Endspiel gekommen. Ja, und die haben auch ein paar Spieler dabei, die auch nicht erst seit gestern Fußball spielen, muss man ganz klar sagen. Und das haben die auch gut gezeigt. Ich fand das unheimlich couragiert, engagiert und fand es eigentlich gut, dass sich City so hart abquälen müssen. Na, da mussten die mal so ein bisschen mehr Fleißarbeit an den Tag legen als irgendwelchen schönen Fußball. Aber letztendlich das 1:0 toll rausgespielt, keine Frage. Typische City-Sache, so habe ich es auch gesehen. Naja, okay, guter Schuss, sei dahingestellt, sehr platziert, schlecht gesehen vom Torwart, weil dort zwei Mann vor ihm standen, dann siehst du den Ball halt sehr, sehr spät. Aber ich denke mal, der Torwart, hätte er den Ball richtig gesehen, ohne dass die zwei Leute vor ihm da standen an der Linse, dann hätte der den gehabt. Tut mir leid, der Torwart, auch Weltklasse von Inter Mailand, also ich hab den noch nie gesehen, so richtig in Action. Und Hut ab, keine Frage, tolle Mannschaft. Tolles Spiel und selbst ja die letzte Ecke war noch super, super spannend mit dem Kopfball, glaube ich, von diesem jungen Menschen aus Deutschland, der bei Inter Mailand spielt und überhaupt keine Fußballausbildung in dem Sinne genossen hat. Ihr wisst schon, wen ich meine, der jetzt auch wieder nominiert ist, glaube ich, für die Nationalmannschaft. Ich habe heute ein bisschen gesehen, leidweit, so die letzte Viertelstunde, glaube ich, habe ich mir angeguckt. Vorher habe ich es im Live-Ticker gesehen bei NTV. Ja, mit 2 Ohr, glaube ich, Blackstream, ne? Gossens heißt der, glaube ich, ne? Robin Gossens.
ich kann mich nur daran erinnern, dass es irgendwann mal hieß, dass das so ein Fußballer aus der Kreisliga ist, der irgendwo mal entdeckt wurde, keine Ausbildung hatte, irgendwo in Kaunitz oder sonst wo auf so einer Fußballschule war. Und muss man ja auch nicht. Ich meine, ich bin auch da, wo ich ja jetzt bin, in meinem Beruf. Wenn man ja überlegt, wie ich mal gestartet habe in mein Berufsleben. Ja, ich bin jetzt irgendwo in der EDV beschäftigt, berate Firmen, was sie zu tun und zu lassen haben, und habe aber meine berufliche Karriere angefangen bei Peugeot Altemeyer in Besenkamp als Kfz-Mechaniker. Also, ja, ich habe auch nicht studiert, gar nichts. Von daher kann man seine Karriere sicherlich auch früher hieß das zweiter Bildungsweg oder anderer Bildungsweg. Früher stand auch immer noch drin, wenn die Firmen geworben haben für ihre Arbeitsplätze oder vergleichbare Ausbildung. Das steht heute fast nicht mehr da drin. Also bei uns zum Beispiel kommst du in die Firma wirklich nur rein, wenn du, glaube ich, selbst die Klofrau hat, glaube ich, studiert. Ja, würde ich fast mal sagen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt nach wie vor Ultra-Quereinsteigungswege in solche Berufe. Und wir haben jetzt 2 Jahre einen Administrator bei uns gesucht, der bei uns ins Team passt, und haben dieses Jahr erst einen gefunden. Wir haben da wirklich 2 Jahre nach gesucht. Jetzt hat sich keine Sau, oder es haben sich schon so der ein oder andere beworben, ja, die passten dann aber nicht oder meinten, sie müssten zu wenig Urlaub haben oder wollten mehr haben. Wir haben ja jetzt ab dieses Jahr etwas mehr Urlaub, nämlich 3 Tage mehr. Vorher hatten wir nur 27, jetzt haben wir 30. Ist sicherlich eine ausschlaggebende Sache gewesen immer, aber dann haben es die Firmen natürlich auch schwer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der mit einem Bachelor oder mit einem Master oder was auch immer von der Uni abgeht, der hat keinen Bock auf so einen normalen Admin-Job, wie ich das mache. Ja, da hat er keinen Bock drauf, der will mehr, der hat ja studiert. Ja, der ist ja quasi, ich nenne es mal überspitzt, der ist direkt abgehoben. Ja, das ist leider nicht so. Auch als Berater im Anfang, als SAP-Berater im Anfang bist du erstmal bei uns, glaube ich, ein Dreivierteljahr damit beschäftigt, alle Bücher kennenzulernen, bevor die dich das erste Mal mit zum Kunden nehmen. Ja, oder überhaupt du etwas für jemand machst. Das ist gar nicht mal so einfach. Und junge Leute machen das auch nicht unbedingt mit. Ja, reisen, nur in Hotels abhängen. Das machen die nicht. Da gehen die woanders hin und sagen sich, nee, ich will gleich beim Kunden richtig Kasse machen. Also nicht Kasse, sondern richtig, richtig was abliefern. Und das ist aber leider schwer. Und die Möglichkeit geben die halt wenig Firmen. Die wollen ja auch erstmal sehen, taucht der was. Ja, ein Taucher, ihr wisst das genau, ne? Ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts. Ja, das mag sein. Das hörte sich jetzt auch ein bisschen doof von mir an. Ja, so ein bisschen überspitzt natürlich. Ob wir den 1 Stern auch noch abnehmen? Ja, ne? Das sollten wir irgendwie hinkriegen, oder? Ah, jetzt gehen die erst da drauf. Was war das? Ah, vom Browser Ballett, ein neues Video. Aber okay, jetzt gehen die erst da drauf. Dann, wir haben gar nichts hier in der Clanburg. Ist nicht so schlimm. So, wir machen das mal eben mit der Flitsche weg hier. Ich biete dem mal ganz viel Sprung an hier. Ich habe ja genug Sprung dabei. Und ich habe vor allen Dingen zweimal Gift dabei. Das ist natürlich super. So, vielleicht springen wir doch nochmal. Aber okay, wir brauchen auf jeden Fall 1 Sternchen. Wo ist meine Queen? Ach, die ist da schon am Tesla. Okay. Aber wir haben den 1 Stern. Okay, das passt. Und viel mehr Loot bekommen wir auch nicht mehr, ne? Ah, die gehen jetzt gehen sie doch noch mal rein. Und die Kleinen sind immer noch dabei mit der Flitsche.
Wir sind immer noch dabei mit der Flitsche. Worden ist auch noch im Rathaus. Aber das war's jetzt. Okay, dann können wir den letzten Gift hier noch nehmen. Ah, schade. Aber genug Loot. Jo, danke dafür. Ich habe noch gar nichts gespendet. Ne? Ich bin im Moment schlechter Spender, Leute. Aber okay, wir müssen auch noch viermal die Spiel. Aber wir haben das. Ah, okay, da haben wir einen reinbekommen. Die neuen Skins. Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob du mein Video heute gesehen hast. Dann weißt du genau, Lappel, was ich von den neuen Skins halte. Am besten guckst du einfach mein Video von heute Nachmittag. Nicht von das Vormittag, sondern von heute Nachmittag. Dann weißt du es. Danke, Brasse. Dann weißt du es. Dann weißt du genau, was ich davon halte. Ich bin sogar mal ein bisschen leiser geworden in der Aufnahme, weil ich so war. Es müsste eigentlich passen, wie ich das heute Morgen gesagt habe. Ne? 200, 400 Punkte, dann sind wir bei 2610. Das müsste eigentlich reichen. Ja. Ja, mit den anderen Accounts muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen ran. Das heißt, ich habe hier noch keine Hox ausgebildet und muss bei den 12, bei den 13ern und bei dem 14er auch noch die Kaserne hochballern. Bei dem 14er habe ich es gemacht, ja. Sie sind zu teuer. Ja, okay, ich habe es ja auch gesagt. Wer nichts mehr zu tun hat und hat sie über, wie vielleicht Itzu oder so, weil die kriegen natürlich in Champion 1 immer 400 ein paar kaputte Medaillen oder 500 ein paar kaputte. Die brauchen für so eine Statue halt viel weniger als so ein Otto Normalverbraucher. Und wer letztendlich noch Helden zu leveln hat, deswegen habe ich auch heute scherzhaft in meinem Video gesagt, wo kann man Medaillen kaufen? Das ist eine gute Idee, ja. Ja, ist eine gute Idee. So, ich habe mal die Schotten so ein bisschen dichter gemacht, weil so langsam wird es etwas bedeckter und damit kommen die Viecher hier. Nick, danke. Ich bin heute nicht so auf Erdnüsse, Nick, ist das schlimm? Nee, ne? Danke, Brasse, für die Verfolgung übrigens und willkommen im Kanal. Wann kommt mal die Funktion Handeln? Das Spiel die Ressourcen oder so austauschen können. Ja, tausche ein Heldenbuch gegen zwei Bauarbeiterbücher, ne? Jo. Vom Aussehen her gefällt mir der King am besten. Muss ich ganz klar sagen. Entschuldigt. Moment mal.
So, jo. Ich habe unten extra einen Schlüssel hingehangen, weil niemand reinkommt hier, weil wir hinten komplett ja geschlossen haben. Toto Basis, please. Ja, ich habe doch nicht so viel. Du Honk. Mann. Zurück vom Sammeln. Okay. Ah, der Nick. Namgeis, Hi Proxima, würde gerne mal die beschwörten Einheiten sehen. Ob die dann nur so aussehen, nur in klein. Ja, ich weiß nicht, Vollgas. Ich denke mal, sie sind schon so auf normal Ebene hier. Man kann sie sich halt hier nicht in der Vorschau anschauen, auch wenn man sie ja nicht hat. Aber auch zu den Vorschauen habe ich heute was gesagt. Ziemlich geiler Scheiß, die Vorschau, muss ich sagen. Haben die richtig, richtig krass gemacht, auch wenn der Schattenwurf natürlich ziemlich bescheiden ist. Da können die Entwickler noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber tausendmal besser als diese kleinen, als diese Mini-Dinger. Weißt du, diese kleinen Vorschauen, wo du auf jedem iPhone 4, ich glaube, läuft gar nicht mehr auf dem iPhone 4, ne? Wo du auf jedem iPhone 4 eine Brille brauchst oder eine Lupe. Tausendmal besser. Ist das denn, wenn man jetzt Dörfer besucht, eigentlich auch noch, auch jetzt ein bisschen besser? Also wenn ich jetzt Proxima besuche und gehe mal auf sein Dörfchen. Ja, okay, das ist immer noch so klein. Okay. Ja, da habe ich natürlich die, da habe ich natürlich die Funktion besuchen. Ist klar. Ne? Ja, ja, okay. Nehmen wir auch 500 mal dieselbe Base, okay? Ja, ja. Achso, wird noch, ist noch im Schlagen, okay. Sind die dann wirklich so klein? Nee, ne? Jimco, ich finde das Update sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, habe ich heute auch im Video gesagt, dass das Update so gut ist. Aber okay, ich habe das natürlich auch abhängig gemacht von ganz gewissen Kriterien. Und deswegen kommt das bei mir natürlich auf dem Kanal so rüber, als wenn ich so ganz komische Sachen ganz gut finde, die vielleicht keine Sau gut findet, weißt du? Gebt alles. Oh, ich habe nur keinen zweiten. Keinen zweiten Sprung mehr. Okay, wir müssen noch zwei Sprung mit dabei haben. Aber geht auch so. Wir haben ja noch einen Roll Champion. Den können wir auch mal FX zünden hier. Für ein CK reicht es schon fast zum Dippen, wa? So, leider gehen die auf Verteidigung, die kleinen Zwerge hier, und nicht auf den Loot, den sie hier liegen lassen. Okay. Da müssen wir also dann was anderes setzen. Ja, grundsätzlich also finde ich das Update auch super. Ja. OP-Strategie, ja, das sag mal. Aber wir haben die anderen Einheiten noch gar nicht gesehen. Naja, egal. Ich wollte erstmal hier 5 von 10, 5 von 8. Da noch 3, da noch 5. Aber wir brauchen irgendwie mal so ein Rathaus an der Seite oder an der Ecke. Ja, ich finde es aber auch gut. Habe ich aber auch im Video gesagt. Also ich mache das jetzt nicht davon abhängig, dass ich das hier so geil finde.
Ja, das fand ich heute abartig geil. Also im Video stockte mir da auch der Atem, muss ich sagen, weil ich war sehr überrascht, weil ich es überhaupt nicht gewusst habe. Ja, ich hab's echt nicht gewusst, dass sie diese Ansichten hier geändert haben. Und das war das erste Mal für mich und da war ich so angehypt, so innerlich auch, und habe gedacht, boah, das haben sie richtig gut gemacht. Endlich. Das haben sie richtig geil gemacht. Und auch die Szenerie ist lohnt sich. Echt geil, ey. Ja, ich habe heute Morgen echt mal die Zeit gefunden, habe ein Video noch vorm Update gemacht, wie man vernünftig droppt. Also hat nur 3 Tage gedauert. Ich habe ja ab Freitag alles stehen und liegen lassen. Schlechte Base rein, Clanbuchtruppen raus und habe nur gehofft, dass sie mich angreifen. Und heute Morgen, bevor ich das Video gemacht habe, stand ich noch bei 4.451 Pokale, ne, 851, und war immer noch nicht raus. Und habe dann die Clan-Medaillen alles eingesammelt und so und habe noch mal ein Stündchen später geguckt und dann war ich raus. Hallo Sanchez. Oh, ich habe gar nicht mitgemacht jetzt. Wir droppen mal noch ein, zwei. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir relativ schnell wieder in Legende gehen. Ja. Hallo Sanchez. Dass wir relativ schnell wieder in Legende gehen. Ich muss gerade mal dringend was machen, ne? Was trinken, Mensch. Weil wenn wir erstmal die beiden Scatter haben, den Adler haben. Meine Herren. Ich habe extra unten Schlüssel gelassen, aber den habe ich jetzt nicht in der Tür stecken lassen. Damit so sozusagen jeder reinkommen kann. Und dann wird er gesucht, ne? Vater, wo ist der Schlüssel? Ja, da. Sehe ich nicht. Ich sage, such. Okay, wir droppen eben mal einmal. Haben die Clanbücher auch noch nicht voll. Aber wie gesagt, irgendwann, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass wir recht fix wieder hochgehen Richtung Legende. Wenn wir erstmal nur noch die paar Bömmchen zu machen haben und so ein paar Mäuerchen. Weil so viel habe ich jetzt heute mal hochgerechnet. Ist es denn doch nicht. Ja, da kommen noch einmal Clanspiele zwischendurch. Jetzt am Ende des Monats und da wird es auch noch mal ein Büchlein geben. Vielleicht gibt es noch mal günstig ein Buch irgendwo im Shop. Ob man das dann nutzen muss, bleibt mal dahingestellt. Außenstehendes RH-Snacken für den Passtoto. Ja, war da ein Außenstehendes? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann natürlich sein, ne? Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, das Parking. War das schon was Außenstehendes? Habe ich schon wieder weggedrückt, ne? Ja, das ist aber nicht außenstehend. Ja, okay. Verdammt. Jo, fand ich übrigens auch gut heute.
Mobile Fanboy war heute auch live beim Update, fand ich sehr, sehr nett. Auf YouTube. Itzu natürlich auch, aber der hat ja nach wie vor Bücher. Unverschämt, ne? Unverschämt. Auf einem Account so 30.000 Gems und Bücher, auf dem anderen Account Bücher bis ins Unendliche. Naja, ich denke mal in der Sparte, wo die so kämpfen, ist das sicherlich lohnenswert oder machbar, muss er auch haben, ja, so sehe ich das auch. Alles andere wäre jetzt unrealistisch und wenn es einer macht, der ja auch gepaid hat, aber in einem ganz anderen Stil als Trimax, ja, der ist auch schon wieder Max. Naja, eben, er kann es auch von der Steuer, echt, der kann jede Mauer von der Steuer absetzen, das ist ja geil, ne? Ich würde gerne mal diesen Steuerpassus sehen, weißt du? Diesen Steuerpassus, den würde ich super, super gerne mal sehen. Ob wir hier schon das Rathaus kriegen? Ich glaube nicht, oder? Ja. Ja, mal gucken. Bisschen billiger. Wir nehmen mal die 6er mit rein hier, dann haben wir ein bisschen mehr Trefferpunkte hier auf der Kiste. Nur die Helden. Und ein Heil, ne? Reicht, okay. Leute, was ist los? Wieso hüpft ihr da über die Mauer? Da ist er frei. Okay, aber immer schön durch ein Gift, ne? immer schön durch ein Gift. Zählt als Geschäftsaufgabe, okay. Na dann. So, haben wir noch ein Heil jetzt hier drin? Ja, wir haben noch ein Heil, okay. Aber irgendwie wenig Wut, ne? Dafür haben wir da immer so viele von. Bin ich jetzt gerade ganz durcheinander oder was? Okay. Dreisprung. Wieso kriege ich da Dreisprung rein? 1, 3. Ach so, weil ich hier wieder einen Fries drin habe, ne? Ja. Okay. Ja, machen wir so. Oh, Nachtdorf mit deinen Dörfern, ey. Ja, machen wir mal eine Kriegsbasis. Aber auch wirklich jede Mauer, okay? Wenn ich jetzt so richtig verstanden habe, kann er jeden Kämpfer rechnen lassen. Ah ja, okay. Aber kriegt man das 1:1 wieder? Nee, ne? 1:1? Bleibe dabei. Never play on patch day. Da gibt's nur Bugs und so. Läuft aber noch. Genügend Abend. Es läuft aber noch, ich muss dich enttäuschen. Ich habe noch keinen Bug gesehen. Ach ja, ich hatte ja 2 Goldrunen, ne? Ja, hätten wir ja schon lange was an. Da hätten wir schon lange den anderen Scattershot ja anfangen können, Leute. Warum sagt ihr mir das nicht? Das Einzige, was wir ja noch nicht haben, ist der eine Bob, den wir dann noch nicht frei haben. Aber ich hatte ja 2 von denen auch.
Dann können wir den zweiten Scatter auf jeden Fall anstarten, wenn wir ihn finden. Da. Jo. Okay. Mann, Mann, Mann. Ich warte einfach ab bis morgen und teste ich es, okay? Guten Abend. Hallo, Kasadum. Woher hast du deine Szenerie? Die gab es im letzten Monat. Die gab es zu kaufen, Leute, ne? Ja, die gab es zu kaufen. Oder? Ich glaube, die gab es zu kaufen. Das ist die von Clash-Rama. Dafür habe ich heute in mein Heute-Morgen-Video habe ich die Hintergrundmusik da mal reingemixt nach Clash-Rama, von der Szene hier. Die habe ich heute Morgen mit Outer City aufgenommen, so 7 Minuten, und habe das heute mal in das Video reingepackt, weil die Musik von dem Ding ist echt episch. Ja, irgendwann kommt sie vielleicht in den Shop. Kasadum, da würde ich jetzt mal gar nicht so böse sein, sondern vielleicht hast du Glück, dass sie irgendwann mal hier im Shop landet. Mir ist ja auch einiges durch die Lappen gegangen. Aber das sind auch Sachen, ich erkläre es immer wieder. Alles, was ihr hier seht, was ich mir nicht gekauft habe, finde ich extrem scheiße. Wie man einen aktiven CWL-Clan gründet, schwierig. Das ist schwierig. Also ein Clan gründen ist ja nicht schwierig. Und wenn du da schon mal bist, Axaius, dann ist er ja schon mal aktiv. Ja, also du bist ja der Leader und hast einen Clan eröffnet und damit ist er ja erstmal aktiv. CWL kannst du natürlich noch nicht spielen, weil du brauchst Member. Das heißt, du musst irgendwo Werbung machen. Wo kannst du Werbung machen? Im Global geht nicht, weil es gibt kein Global mehr. Das heißt, du kannst deinen Clan nur anbieten durch echt enorm geile Clan-Beschreibung. Du kannst ihn erstmal offen für alle stellen, dann könnten erstmal Leute so rein, können ein bisschen reinschnuppern. Viel Werbung machen in den ganzen Discords, die es so gibt. Und da gibt es eine Unmenge von. Aber sinnvolle Werbung, nicht nur reinschreiben. Also ich sehe das ja bei mir, die jungen Leute, weißt du, die 13-, 14-Jährigen, die schreiben da immer rein, jo Leute, Digga, suche für meinen Clan Member. Ja? Und dann war's das. Ja, natürlich nicht so gute Werbung, ja. Wenn ich bis dahin noch glücklich bin mit dem Spiel, heute erstmal Legende geworden und kriege nur einen Stern und der Gegner knallt mich mit 3, das ist egal. Da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen durch. Kasadum, ich bin jetzt auch erst kurz vor Freitag eigentlich mit etwas mehr 40ern rausgegangen, also mit etwas mehr 3 Sternern, weil mir die Blimp auch gut geflogen ist, meine Truppen sind gut gelaufen, ich habe mal eine etwas andere Armee genommen. Und aber ich habe auch reichlich 1 Sterner dahin gelegt und ich habe ja jetzt erstmal gedroppt, aber ich denke mal, wir gehen eh wieder hoch. Was haben wir denn hier eigentlich? 2, 5, 4. Warte mal. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mal eben schauen, 4 Bogies noch. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann haben wir das so. Broko, Grüße. Hallo, Broko, grüß dich. Danke für die Verfolgung. Kasadum, du bist Rathaus 12, da ist noch etwas Differenz. Na dann, würde ich das Spiel eh nicht so ernst nehmen in Legende als Rathaus 12. Wir als Clash of Clans Community fragen uns immer, was soll das? Ja? Warum macht man sowas? Warum tut man sich sowas an? Das kann man sicherlich machen, ja. Aber was erwartet man dadurch? Ja? Fame? Nö. Wirst du dadurch nicht. Wirst nicht berühmt. Kriegst kein Geld dafür. Vermutlich auch kein Ruhm. Weil dich kein Mensch kennt. Ja? Weil auch keiner hinguckt. So genau. Was ist das für einer? Ist das ein 12er? Ist das ein 11er? Man kann hier ja auch nicht sortieren. Ja, also wenn man ja hier die Liga sieht, da kannst du ja auch nicht sortieren nach Rathäusern oder sowas. Deswegen müsste schon jemand gezielt gucken, was ist das denn eigentlich für einer? Ah, das ist ein 14er. Ja? Als Rathaus 12 ist es in Titan effektiver. Ja, finde ich eigentlich auch.
Champion Titan 1, Titan 3 oder so. Gibt es den einen oder anderen, der Spaß dran hat, in Legende mit 12 zu sein? Natürlich, natürlich. Gar keine Frage. Ich verurteile das ja nicht. Ich stelle das nur auch manchmal für mich in Frage, weil wenn ich jetzt eine Parallele zu mich oder zu mir ziehen würde, zu meiner Spielweise, dann wäre das fast undenkbar, mit Rathaus 12 mich unbedingt Richtung Legende bewegen zu wollen. Wenn es eine Challenge ist oder so, ja. Aber das jetzt so aus eigenen Stücken, so nach dem Motto, okay, ich habe hier meinen 12er, oh, ich muss noch so viel machen. Ah, ich gehe mal in Legende. Na? Nö. Oh, danke. Obwohl ich mit Avatar online bin, geht das Spenden heute echt schnell. Das ist schön, dass du angreifst gleich. Gabriel, dann bin ich ja auf jeden Fall sicher, dass du Angriffe machst. Mit wem ich noch im Free-to-Play bin. Im CK bin ich bei Free-to-Play im Moment mit gar keinem Gabriel. Ich habe mich rausgelassen, weil ich vollen Fokus hier auf den 15er habe. Deswegen habe ich gestern gedacht, okay, wenn ihr wollt, dass ihr Clankrieg spielen wollt, dann spielt, aber ohne mich. Ich habe im Moment nur den Chefkoch, der überhaupt spielen könnte. Alle anderen machen Helden. Alle. Ich habe auch noch gar nicht alle drüben, die noch in Totos Bande stecken, sind alle noch da, weil die machen alle Helden. Ich will nicht Spaktaten. Nö. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe meinen Fokus hier auf dem 15er. Volle Pulle. Ich wollte eigentlich mal mit Only Kobold in Legende. Jetzt bin ich da und denke mir, warum hast du das gemacht? Ich kann nur noch Nachtbase spielen gerade. Okay. Auch das noch. Es ist halt die Herausforderung. Ja. Ja, okay. Innere Schweinehund. Innere Challenge. Verstehe ich. Von der Prämisse kann ich das auf jeden Fall verstehen. Ja, oder Free-to-Play-Helden leveln, das ist auch schon ein Wort zum Sonntag. Ja, wenn man sich nur ab und zu ein bisschen was gönnt, das ist auch schon ein Wort zum Sonntag, das muss man auch erstmal machen. Ich sehe es ja mit dem 12er, obwohl mit dem 12er geht es noch, aber 13. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich mit dem Avatar, wenn der mal auf 15 geht, gleich 10 Helden-Level machen muss und wahrscheinlich bis der Avatar auf 15 geht, gibt es wahrscheinlich schon Rathaus 16. 15 Helden-Level pro Held, das geht gar nicht. Seit 2014. Keiner schreibt auch mal Ausrufezeichen trinken und erinnert mich mal ein bisschen daran, dass mein Hustenhals mir nicht so viel Schnabbel vollläuft. Ich will eigentlich alle Helden auf einmal leveln, aber Queen 32 und Gladi auch ein bisschen kriminell, das schafft man auch nicht. Aber ich mache das auch Stück für Stück. Das ist stolz. Ich spiele auch seit 2016. Mein jetziger Account ist knapp 2 Jahre alt. Naja, ich habe mir nebenbei noch einen 14er hochgezogen, habe jetzt einen 13er, mehrere 12er, 11er noch, alles so nebenbei. Das läuft halt auch nebenbei. Meine Free-Accounts, außer jetzt der 15er und der 14er, wo ich mir ja wenigstens mal die Pässe hole und mit dem 15er jetzt auch ab und zu mal ein Paketchen, ein kleineres Paketchen, also alles, was so unter 5 Euro liegt. Na okay, unter 6. Das gönne ich mir dann auch mal. Manchmal. Aber 2 Jahre, Rathaus 12, ist eigentlich gar nicht mal schlecht, oder? Finde ich jetzt. Früher hat man für Rathaus 10 2 Jahre gebraucht. Zeiten sind natürlich vorbei. Das kann Supercell ja auch nicht mehr machen. Ja? Die meisten sind für Turniere. Ja, das geht auch. Ja, ja. Ja, ich glaube, du konntest auch einen 8er angreifen, Gabriel. Ne? Ich glaube, da gab es auch nichts zu stacken. Alles unter 5 Euro wird in größeren Mengen, aber auch eine ganze Stange. Das stimmt. Ich mache das ja nur ab und zu, Schildkröte.
Ja, so wie jetzt zum Beispiel zum Upgrade habe ich mir mal ein 5,99 und ein 1,99er Paket gegönnt. Und einen Tag vorher ja auch schon so ein bisschen. Oh, den nehmen wir mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mal sehen, ob wir uns einen Adler holen können. Ja, ist klar, dass der King erstmal dahin geht, ne? Ja, das ist ja so eine Zecke ist das, ne? Der King ist einfach so eine Zecke. Es ist so klar. Geht doch nicht auf die Helden, Leute. Geht doch auf das Rathaus. Ich wollte eigentlich noch den Adler haben dafür. Die Tat machen viele, viele Adler. Das kann ich mir jetzt aber abschminken hier, ne? Ah ne, da sind noch zwei Bogenschützen, okay. Gib Gummi. Ich schick mal noch zwei zur Unterstützung. Sehr schön. Würdest du die Helden, ich gehe immer Free-to-Play und Pass. Ja, ich gehe auch Pass. Mal ein kleines Paket. Ich habe ja nie Geld über. Ich muss immer dafür Flaschen und Dosen sammeln. Würdest du die Helden immer am Anfang legen, um zu maxen? Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe jetzt heute mit der Queen und mit dem Warden angefangen. Aber ich will ja auch ein bisschen die CKs noch mitspielen. Deswegen habe ich noch nicht ganz so hoch gezogen. Ja, wenn man es nicht macht, am Ende nicht macht, vor allen Dingen am Ende einer Stufe, dann macht man es nie. Das stimmt. Also wenn man jetzt 12 ist, hat die Base maxed und die Truppen maxed, aber muss noch ein paar Heldenlevel machen. Ich hatte das ja bei, ich glaube bei Donnerbengel war das, ne? Ich glaube bei Donnerbengel war das. Nick, verrat mir mal, wie viel Pfand du immer sammelst. Dann kann ich das ja mal nachahmen. Ich glaube, ich hatte das hier bei Donnerbengel. Donnerbengel hatte alles fertig. Auch im Labor. Und dann fehlten mir noch 4 Level oder so. Barbarenkönig. Die anderen beiden Helden waren fertig. Und dann kommt natürlich die Entscheidung, was mache ich? Machst du jetzt eher den Held weiter? Oder gehst du doch schon auf die nächste Rathausstufe? Bei mir ist es eigentlich relativ klar, dass ich nicht auf die nächste Rathausstufe gehe, bevor bei mir nicht alles tutu fertig ist. Ja, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, weiß ich, dass ich heute Rathaus 13 wäre und mein King wäre 63. Und deswegen, das möchte ich nicht. Ja, okay, ich weiß. Ich weiß, es gibt einige, die machen sich halt den nur als, Alter, habe ich da gar nicht drauf geachtet hier, die machen sich das nur als CK-Account. Okay, einmal noch, oh, noch so ein bisschen snacken da. Die machen sich halt CK-Accounts damit, ja. Also in Zeiten wie diesen lieber tagelang Lager voll. Mach dir ruhig die Lager voll, ist egal, wenn du dann irgendwas noch zu tun hast. Weißt du, man muss sich ja heutzutage auch gar nicht mehr darüber ärgern, wenn die Lager voll sind und du wirst angegriffen und du verlierst deinen Loot. Das ist ja völlig Wumpe heutzutage. Ja, ein Angriff, würde ich fast sagen. Was hat heute bei mir jemand geholt? 523.000 und 121.000. Sind wir ehrlich.
Braucht man dafür einen Angriff? Ja, maximal. Also deswegen ist das völlig Banane. Kannst du ruhig, lass die Schotten voll, kannst halt nichts ausgeben. Früher, es gibt ja auch immer noch viele jüngere Leute, ach, ich kann nichts mehr ausgeben. Klar kannst du was ausgeben. Leute, wenn eure Lager verlaufen, haut's hier rein, in die Schmiede. Ja, immerhin kannst du da auch als kleinerer Level, glaube ich, müsste ich jetzt lügen, Rathaus 10, 11, 12, nee, Rathaus 9, 10, 11, irgendwie kannst du auch als kleiner Account hier schon so ein bisschen was loswerden. Mein King ist Rathaus, ist Level 48 und Rathaus 13, okay. Russia, Poco. Keine Russia hier. Mein King ist Level 5 auf meinen Rathaus 14, der ist eh notlos. Ja, das sind halt diese Spendenaccounts. Machst du morgen bitte auch ein CW? Ja, ich mache Dauer-CW, aber wenn wir natürlich nur so 3-4 Persönchen sind, dann, ich brauche sicherlich noch so mit dem einen oder anderen. Also, mir ja, Liga war ja jetzt am Wochenende erst zu Ende. Und deswegen, da habe ich dann die Accounts erst hingelegt, da laufen die Helden 5-6 Tage. Dann spielst du da mit dir alleine. Hat auch jemand das Problem, dass er seit dem Update keine Gegner mehr findet oder es sehr lange dauert? Ich denke mal, im Moment dauert das sehr lange, weil weil im Moment wieder viele spielen. Also das ist jetzt nur so von mir gemutmaßt. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Wir haben alle Ligen gehalten. Lady. Alle. Also alle Clans sind in ihrer Liga geblieben. Keiner ist abgestiegen. Keiner ist aufgestiegen. Und sogar gut. Also hier Friedhof Herausforderer wieder herausragend. Bester zweiter Platz mal wieder. Ja, zweiter, zweiter, fünfter, zweiter, zweiter, fünfter, erster. Irgendwann, Leute, dann wird's wieder was. Ihr seid mit den kleineren aufgestiegen, okay? Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir bei Totos Bande so durchgereicht werden, Lady, aber zum Schluss, so die letzten paar CKs reichten. Wir brauchten nur die Sterne machen und die unter uns waren noch uneffektiver als wir und deswegen passte das alles sehr, sehr gut, echt. Old Greenhorn, falls er noch da ist, ich habe gesehen in deinem Status, verdammt, du warst ja wirklich hier ganz in der Nähe und sagst nichts. Da wäre ich doch da mal eben zum Fußballspiel hingekommen. Obwohl, du warst als Trainer da, oder? Bist du als Trainer da gewesen oder als Spielertrainer oder mit einem deiner Jungs? Ärgerlich, echt. Da lese ich das auch nur auf Facebook. Guck mal, wo er da war. Na, toll. Eine Viertel-Autostunde von hier entfernt und er sagt nichts. Naja, okay. 25 Minuten. Darf ich fragen, was mit dem Pfand auf sich hat? Investiert ihr Pfand in Clash of Clans oder das andere? Ja, wir setzen das immer um, Kasadum. Wir setzen das immer um, die Updates hier. Das heißt also, angenommen, wir würden uns jetzt dieses Update kaufen hier. Na, sagen wir mal dieses Update hier. 3,49, das ist ja nicht, ist ja nicht teuer. Ne? Aber 3,49, sagen wir mal, nur in Dosen gesammelt. Wenn wir da jetzt mal ganz schlau rechnen, 3,49 durch 25, da müssten wir auch schon 6 Dosen für sammeln. Ne? Die musst du erstmal sammeln. Und so geht das halt weiter. Ne? Wenn wir als das teuerste Paket hinnehmen, 119, und manchmal sind ja auch ein paar kleinere Flaschen dabei. Ne? 0,25, dann sind das schon 476. Ja, alles klar. Es ist ein kleiner Joke, ja. Weil ich immer gesagt habe, ich weiß gar nicht, wann das war, ob das noch zu YouTube-Zeiten war oder so. Ja, ich gebe keinen Cent in Clash of Clans aus. Ich spende dir auch keine Bits oder Bytes oder so einen Scheiß, Toto. Möchte ich auch gar nicht haben. Aber wenn die Leute so ultra geizig sind, was ja richtig, aber auch nicht wichtig ist, oder vielleicht wichtig ist, dann geben sie natürlich hier 12 Euro für so eine Schachtel Kippen aus.
oder für andere nette Dinge, ja. Aber für ihren Lieblingsstreamer haben sie nicht mal 1,90 € über. Der Nick, der macht es genau richtig. Der geht nämlich kurz mal sammeln für 1,72 €. Dann kann ich mir immerhin meine Erdnussvorräte nach wie vor aufrechterhalten. Das hat so mit Aufsicht. Ist einfach nur eine Anekdote. Ja. Zwei Friedhofläufe für einen Goldpass ist doch schnell erledigt, Toto. Ja, auf dem Friedhof ist nicht so mit viel Trinken. Also da trinken die Leute eher wenig. Internet war kurz geschlossen. Sowas gibt es in Deutschland echt? Sechs Dosen nur 1,50, 3,50 brauchst du für 14. Ah, okay. Die Blimp war leer. Okay. Ja, das hat es eigentlich auf sich. Das ist halt eine Anekdote. Aber eine schöne. Okay, hier haben wir jetzt nicht ganz so viel von den Schleichis. Wir brauchen Rathaus außen. Das wäre ganz schick. In den ersten 60 Sekunden. Sind schon genug Pfand gesammelt für die Pässe. Oh, ich glaube, ich muss noch mal los. Die haben kein Pfandsystem, ja. Die haben kein Pfandsystem. In Dänemark, habe ich festgestellt, haben die das auch nicht. Ich war ja letztes Jahr, ich wollte gerade sagen, letztes Jahr war ich in Dänemark. Nee, stimmt gar nicht. Ich war letztes Jahr ja nicht in Dänemark, sondern auf Fehmarn, wie schon 100.000 Mal die Jahre vorher auch. Aber da oben in Puttgarden steht ja dieses schwimmende sechsstöckige Schiff, wo nur die Dänen den ganzen Sprit kaufen können. Und da wollte ich, und ich hatte so eine Palette Heineken auf beiden Armen, ne? Und wollte da rausmarschieren. Und dann hat mich da so ein Aufseher angehalten und hat gesagt: Sie sind doch bestimmt kein Däne, oder? Ich sagte: Nee. Ja, sagte er, dann kann ich Ihnen das leider nicht verkaufen, denn das ist alles pfandlos. Und ja, da musste ich dann halt drauf verzichten, ne? Ach Leute, ich habe keinen Heilzauber bei, scheiße. Da muss ich dann die beiden Paletten da wieder hinstellen. Toll. Ja, oben haben die halt auch kein Pfandsystem. Ich habe das auch erst später geblickt. Es gibt schon viele Sachen, die du da kaufen kannst, ja. Ne? Also viel Stickereien und so, aber Spirituosen, so ziemlich würde ich fast sagen, nur die harten Sachen. Aber alles, was so pfandlastig ist, Bier, Cola, Energy, alles so in Dosen und so, das kannst du da nicht kaufen. Dein Auto ist mir jetzt schon sympathisch, du. Weil unser sieht manchmal auch so aus. Das ist aber nicht meine Schuld. Aber die beiden sind nach wie vor so Jungs. Die lassen alles stehen und liegen, weißt du? Ja, ich weiß. Es ist nicht normal. Ich sag das auch immer. Ich sag, warum liegen hier eigentlich so viele Müllermilchdinger im Auto? Und wenn du dann fährst, ne? Also ganz gerne genommen werden auch diese Flaschen hier bei uns im Auto, also Wasserflaschen. Und wenn irgendwann die vier Seiten voll sind, dann liegen die das überall hin. Und wenn der Nächste, der dann das Auto fährt, die Flaschen schlagen aneinander, weißt du, rollen im. Ich sehe die dann vorne, wo die immer beim Bremsen immer nach vorne und nach hinten so rollen. Ja, keiner macht sich da die Mühe, mal die Sachen mit rauszunehmen. Also mittlerweile bin ich ja so, wenn die ihren Müll nicht rausbringen, dann legen wir den ja vor die Tür. Und wenn die den immer noch nicht rausnehmen, weil sie nur rumlaufen, dann schmeiße ich denen den ganzen Kram ins Bett. Ja, alles, was da ist, Teller, Löffel, Gabel, ich schmeiße es einfach in ihr Bett rein. Entweder bringen sie es dann runter, wenn sie nicht ganz so unverschämt sind. Wenn sie unverschämt sind, dann stellen sie es trotzdem wieder nur auf den Schreibtisch oder auf irgendein Regal. Ja? Ich schmeiße ihnen das einfach ins Bett, ist mir scheißegal. Müssen halt neu beziehen.
Ich habe mich gewundert, wie viel Platz unter den Sitzen sein kann. Stell dich in den Hauptbahnhof Bielefeld, wenn Bielefeld spielt, musst du nur eine Tasche hinstellen und nach jedem Zug entleeren. Machst du locker 50 Jahre, aber ich glaube, da gibt es harte Konkurrenz. Da wird es sicherlich Stammsammler geben. Das ist aber bei allen Fußballvereinen so, dass dort teilweise sogar die Wagen hingestellt werden für die. Und die brauchen nur ihre Tasche reinzupacken und dann wird das Ding voll. Ja, scheinbar ist die Suche doch ein bisschen länger hier. Ich würde die Chance gerade mal nutzen, um weiterzugehen. Ist das in Ordnung? Rex Lennox. Wenn ich mal eben Pipi machen gehe. Okay, den müssen wir eigentlich in 60 Sekunden kriegen, ne? Die Zeit läuft gegen mich. Okay. Zack, zack, zack. 1, 2, 3 haben wir von den neuen Jungs dabei. Wir heilen einfach durch. Ist scheißegal. Ich wollte ja nur den Pass haben. Okay. Passt, ne? Das passt. Ey, drei Stück noch, okay. Drei Stück noch, oh geil, eine Schaufel. Buch der Helden. Alter, wir können alles gebrauchen. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut, dass wir alles gebrauchen können. Dann machst du das in Herford oder Löhne, ja. Du bist sehr sympathisch, du auch. Jeder, der hier ein bisschen zuguckt, ist sehr sympathisch. Und Gesprächsthemen haben wir, glaube ich, immer. Oder geh tipp in Hittenhausen. In Hittenhausen kommt jeder fünfte Zug. Ja, ja, es gibt so tolle Bahnhöfe. Ne? In Hittenhausen gibt es doch keinen Bahnhof, oder? Gibt es in Hittenhausen einen Bahnhof? Ich glaube nicht. Also in Gofeld kann ich dir sagen, den Bahnhof gibt es nicht mehr. Ja, da muss man wirklich nach Löhne. Der Gofelder Bahnhof wird nicht mehr angefahren. Was macht die neue Truppe? Die neue Truppe, mein Lieber, die macht Folgendes. Was macht eigentlich die neue Truppe? Das ist ganz einfach. Die neue Truppe, der macht ein bisschen Schaden mit seiner, also erstmal in seiner kleinen Mini-Aura haben alle etwas verbesserte Trefferpunkte, aber nicht so viel, wie der große Wächter hat. Und wenn der große Wächter mit dabei ist, dann stacken diese Auras nicht. Also wenn ich jetzt so wie eben drei kleine setze und hau dahinter dem Wächter, dann stackt das nicht, sondern die Wächter-Aura überschreibt diese Aura von dem kleinen Menschen hier. Und er macht halt ein bisschen Schaden pro Sekunde, hat nette Trefferpunkte, Ausbildungszeit, macht halt Schaden mit der Flitsche hier. Aber ich denke mal, um die Aura geht so ein bisschen, weil ich kann mir vorstellen, später so in den, vielleicht, das muss man mal sehen, so in Sui-Geschichten, wo du also irgendwas mit Sui-Queen machst oder Sui-Helden, da kann ich mir vorstellen, zwei, drei Stück da rein oder auch in der Blimp. Ja, dafür müssen wir aber erstmal einen Zauber hoch haben. Ich hab schon überlegt, ich habe ein Zauberbuch und ich habe einen Zauber, ich bekomme ja noch ein Zauberbuch. Und ich habe sogar noch einen Zauberhammer. Der hier interessiert mich jetzt eher weniger. Ich hätte fast gesagt, den kann ich auch mit dem Hammer machen. Ist mir scheißegal, dann habe ich den. Aber dieser hier wäre mir viel wichtiger mit den vier noch dazu. Aber wenn ich den mit dem Hammer mache, dann habe ich den Hammer nicht mehr. Habe aber 14 Millionen Elex gespart. Allerdings brauchen wir für die Helden und für die Pets und für die neue Truppe auch Dunkles. Oder überhaupt Dunkles. Und deswegen kann ich mir vorstellen, da wir im Moment nur einen Zauber hochmachen können, nehmen wir halt das scheiß Ding da, ne? Den alten Hammer. Ich meine, ich habe ihn. Wenn sie die Range erhöhen, würden sogar super Truppe, ja? Was ist eigentlich der Pet-Zauber, den Ezu zeigt? Oder habe ich was verwechselt? Nein, das ist kein... Den hast du nicht verwechselt, den habe ich auch schon zweimal, weil ich ihn mir gestern und mir heute gekauft habe. Glänzendes Fell, strahlender Panzer, schimmernde Federn. Dieser Trank, den haben wir uns schon immer gewünscht, macht Begleiter durch die Stadt gesünder, wodurch sie eine Stunde lang 24 Mal schneller verbessert werden. Es gibt endlich einen Trank für die Pets. Haha, ich habe einen Zauberhammer, ja. Der Zauberhammer geht jetzt eben mal weg. Haha, nehme ich Pillar. Oh, man
kann den ganzen Tag skippen. Ja, mal sehen. Es kostet trotzdem 100 bis dahin und 200 Gems bis dahin, aber diese 200, die hole ich mir jetzt noch. Wir kriegen erst in 2 Tagen wieder neue Dinger hier. Dann haben wir das schon drin. 18 Tage vorher, perfekt. Ja, lass mich eben auf Klo gehen. Okay, habt ihr noch Mocke? Ja, ne? Wenn die Playlist vorbei ist, bitte Bescheid sagen. Aber das sieht noch ganz gut aus hier. Ich habe schon eine neue aufliegen, Leute. Passt aber in jedem Fall. Dann mache ich euch die eben ein bisschen lauter. Mic aus.
Ich habe gerade eben gesehen, dass der Wechsel zur Szene von BRB, der dauert, da bleibt der Bildschirm immer einmal schwarz, ne? Ich weiß, woran das liegt, Leute, weil ich dort die Browserquelle refreshe. Aber ich habe gar keine Mucke mehr. Ich habe ja schon die nächste Liste hier am Start. Warte mal, The Power of Sound oder Basti Beats. Ich glaube, ich nehme mal Basti Beats. 30 Tracks. Das reicht auf jeden Fall für den Abend. Dann nehmen wir lieber die. Ja, die haben jetzt auch das erste Mal abgezogen. Epidemic Sounds, aber ich glaube, es lohnt sich bei mir auf allen Ebenen. Also nicht nur jetzt hier in den Livestreams, da natürlich ganz besonders, sondern auch bei den ganz normalen Videos. Ich mache das Tool einfach auf, spiele irgendwas ab und das passt. Das finde ich echt cool. Sehr schön. Der Mystik da oben sucht für seinen Clan. Die sind wiederbelebt, die Tingeltangel-Robs. Tingeltangel Robi. Passt dir das nicht? Tingeltangel Räuber? Die Konkurrenz ist nicht groß, das stimmt. Louis Card 19400. Danke. Ah ne, 1904. Vielen lieben Dank und willkommen im Kanal. Ich hoffe, du bist nicht 1904 geboren. oder die gehst du hinzu? Ja, hat man auch keine Konkurrenz, das stimmt. Das stimmt. Du musst das nicht zweimal wiederholen, Gabriel. Ich lese das schon beim ersten Mal. Hast du Aufmerksamkeitsdefizite? Nee, ne? Dann ist der Trank ab Rathaus 15. Ab 14, ne? Weil ab 14 hast du ja Pets. Oder kann man die 14er nicht leveln, doch, ne? Ich kann es dir gar nicht genau sagen, Lady. Bin ich ganz ehrlich. Weil bei meinen 14er sind die ja fertig. Na, das ist zu schwer. Und deswegen. Jo. Aber ich denke mal ab 14. Ab 14 gibt es halt Pets. Ach so, weil ich gerade aufs Klo gegangen bin. Ja, da lese ich das doch trotzdem. Ich gehe aber ein bisschen hoch. Ist das Earthwind in Fire? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde die Option nicht. Für 119 wollte ich den nicht kaufen. Okay. Wieso? Den gibt es auch billiger. Es gibt doch auch schon etwas billiger. Ich habe ja auch zwei Stück gekauft und habe ja auch nicht das 119-Euro-Paket jetzt reingeballert dafür. Das war, glaube ich, in dem 599-Paket, ne? Oder war das im 1,99er? Das steht leider nie auf der Abrechnung drauf. Wenn man die Abrechnung von Supercell bekommt oder von Apple Supercell Kauf, dann steht nie drauf, du hast gekauft einen Trank und noch einen. Okay, den können wir aber nehmen. Mal sehen, wie schnell wir das da wegbekommen. Hat das gereicht? Ja, es hat gereicht, okay. Es hat geschnaggelt. Sehr schön. Stunde ist, glaube ich, um, ne? Ich glaube, die Stunde ist um. Das war bei dem. Ah, okay, war bei einem 1,19er Paket, ja. Ja, ich habe den heute auch gesucht im Video. Ich habe den hier unten irgendwo vermutet, aber er war gar nicht da unten, er war hier oben. Und es steht ja, dieser Trank macht Begleiter. Also da steht jetzt nicht, dieser Trank macht Level 15 Begleiter glücklich oder gesünder, sondern ich denke, ab dem Moment, wo du die Pets hast, also auch ab 14. Das mit dem Heldenbuch war wichtiger. Habe ich mir auch gegönnt. Ja. Ich habe ein, dieses hier, was ich hier spiele, Kasum, das ist ein Gen 9. Das habe ich auch noch nicht so lange. Und ich habe hier unten aber noch ein 7er stehen und noch ein großes iPhone 7 Plus. Da spiele ich manchmal auch dran. Obwohl das eigentlich eher Kamera spielt. Aber das ist auch noch ein gutes Teil.
nicht übel. Gestern habe ich wieder ein paar Angriffe hier am iPhone 13 gemacht, Leute. Es wird von Monat zu Monat schlimmer. Ich wechsle heute, glaube ich, nicht mehr den Account, nee. Weil ich will mit dem Account ja hier vorankommen. Das ist mein Hauptaccount, Gabriel. Und deswegen glaube ich, ändere ich heute oder wechsle ich heute nicht wirklich meinen Account. Vielleicht um hier so einen Clan-Kriegsangriff zu machen. Avatar. Könnte man die neuen Hawks mal probieren, wa? Mal sehen. Warum? Was meinst du, warum? Warum ich nicht wechsle? Ja, weil ich heute den Fokus ganz klar auf dem hier habe. Ist einfach so. Ich wollte hier das Baubuch haben. XD Power, mir geht's ganz stressig, ja. Vor allen Dingen auf der Arbeit bete ich jeden Tag im Moment, dass der Tag vorbeigeht und ich nicht noch mehr machen muss, als dass ich eh mache. Warum wird das mit dem iPhone immer schlechter? Die Augen werden nicht besser. Und es ist echt ultra klein auf den 13er. Und manchmal kriege ich dann die Buttons gar nicht gewechselt schnell genug unten. Aber ich habe gesehen, der hat hier auch meine Zweierleiste rausgenommen. Ne? Ich bin im Moment nur auf einer Leiste. Ne? Kann das sein? Ich bin im Moment nur auf einer Leiste. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Truppen am Start. Aber das ist mit dem Update wohl zurückgesetzt worden, dass man hier auch nur auf dem iPad die Einerleiste hat. Ah ne, ich habe die Zweierleiste. Wieso habe ich denn hier die Zweierleiste? Ich war doch heute noch gar nicht woanders. Komisch. Ist das doch wieder zurückgewechselt worden? Das ist sehr komisch, muss ich sagen. Okay, mal sehen, ob wir das packen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mal sehen, wo hier die ersten hingehen. Die laufen auf jeden Fall schon mal richtig. Gut. Das war's. Das war der Pass. Ah nein, einen immer noch. Oh Leute. Hat das jetzt zu lange gedauert? Hat das jetzt zu lange gedauert? Nee, das war doch keine Minute. Ich wollte nur den Pass zu Ende spielen. Habt ihr den Pass schon durch? Ja, nein, vielleicht. Also ich könnte ihn jetzt auch morgen zu Ende spielen. Ein Angriff im Nachtdorf, dann wäre er auch fertig, aber Nachtdorf ist nicht nur mein Ding. Ihr bekommt auch im freien Pass, das wisst ihr, die Statue am Ende. Ne? Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Die Lupe nervt mich ein bisschen. Muss ich wirklich mal so sagen. Das Nachtdorf hat eine neue Szenerie. Echt? Habe ich das noch nicht gesehen? Oh, es gibt Statuenjäger. Es gibt Statuenjäger, die wirklich nur nass sind auf solche Items. Umsonst gibt es das? Echt? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Let me check. Ich check das mal hier unten auf dem iPad. Ich glaube nicht. Okay. Tausche Classic gegen Classic. Ähä. Echt? Tausche Classic gegen Classic? Da ist ja, also Supercell, der Einfallsreichtum ist ja nicht mehr aufzuhalten, ne? Meine Herren. Das ist ja absolut nicht zu schlagen. Hier müssen wir eigentlich unter einer Minute rankommen. Mal gucken. 24, 23, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sprung. Oh, der Sprung war der gut oder nicht? Der Sprung war gut. Kommt, Mädels. Das müsste jetzt aber, jetzt muss es aber mal echt gereicht haben, oder? Na bitte. Don. Abholen, abholen, abholen. So. Geile Statue. Nicht platzierte Gebäude. Wo haben wir denn eigentlich unseren Statuenfriedhof hier oben, ne? Ah, das ist doch das mit dem Hock, der die Farbe verändert. Wenn man draufklickt. Sehr schön. Nee, habe ich echt nicht gesehen, dass es hier in dem verdammten Dorf. Szenerie wechseln. Klassisch. Klassisch. Classic, Classic. Ich habe es unten auf Englisch stehen. Ich wechsle mal. Okay, wow. Der Unterschied ist ja Hammer, ne? Ja. Ich muss jetzt gerade mal den, ich muss gerade mal den Unterschied sehen. Hier unten grün, da oben pink. Da oben grün, da unten pink. Okay. Mhm. Okay. Etwas mehr Wasser, okay. Und das Schiff kommt da nicht mehr raus, ne? Das Schiff hat gar keine Ausfahrt mehr, okay? Da muss er mit dem Boot fahren hier, ne? Oxima. Ja, es gibt eine zweite Szenerie. Du kannst jetzt tauschen. Pink. Ja, was weiß ich, lila oder so ist das, ne? Nicht pink, lila. Ja. Wie Nero schon sagte, eine Amphore für meine Tränen. Ja. Ist uns nicht aufgefallen. Lady, danke für die Aufmerksamkeit. Also mir ist das nicht aufgefallen, ehrlich nicht. Das Zeug, das ist wahrscheinlich auch dem gezeugt, dass ich mir Patchnotes für die Bauarbeiterbasis nicht durchlese. Ich ignoriere sie geschickt. Aber Proxy kämpft hier noch mit einer, ich nenne es mal so, Standard-Blimp. Und nach wie vor mit Lalo, weil erstmal ist im oberen Bereich auch nicht damit zu rechnen, dass die Defenses jetzt, die nachgebaut werden können, also Tesla, Adler, Artillerie, Scattershot, Luftminen, dass die jetzt schon alle auf den neuen Level sind. Deswegen kann man das, denke ich mal, noch ein bisschen spielen. Das wird man auch nach wie vor spielen können, glaube ich. Hallo Holz, ich bin stolz. Hallöchen. Ja, es war lila, nicht pink. Ja. Ist doch das Gleiche. So, so ein kleines Stück muss er gegen den Feger hier kämpfen. Und gegen den Giftturm, der sich jetzt nochmal aufbäumt. Giftturm waren, glaube ich, 10 Sekunden drauf, ne? Ich habe die Patchnotes nicht mehr ganz im Blick, aber der löst jetzt, also der zum Wiederaufladen brauchen alle Türme jetzt etwas länger. Zwei Türme 20 Sekunden und ein Turm 10 Sekunden. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Reihenfolge es war. Welche Statue ist besonders selten? Schneemann.
Den Schneemann, den es mal zu kaufen gab, die ist sehr selten, weil den gab es wirklich nur zu kaufen. Und wer ihn nicht gekauft hat, der hat ihn heute nicht. Ich habe ihn nicht gekauft. Ich Otto. Aber Proxy haut schon mal 3 weg hier. Okay. Kleines Polster. Ein kleines Polster hier. Und mal ein Hype. Zum Aufwachen für euch. Ein neues Loon-Level und du kommst nicht mehr vom Platz 1 in Legende rum. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du Gras, wenn du den neuen Level gibst von den Ballons, da hast du recht. Ne? Macht er das immer noch? Was spielt er nochmal? Der spielt ja auch. Spielt er eine Blimp? Ne, er spielt keine Blimp, ne? Er spielt irgendwas im Sui-Bereich, ne? Und das aber so leider so abartig gut, ne? Ja. Okay, kleine Duftmarke gesetzt hier gegen den türkischen Clan. Beyaz Melek. Okay. Spielen aber gleiche Liga wie wir. Also das passt. Ist auf jeden Fall ziemlich auf Augenhöhe. Sparkling hier unten auf unserer Seite ist nur Platzhalter. Der braucht also nicht angreifen. Die anderen beiden, ja, mal schauen. Ach, Blizzard Lalo spielt ja. Ja, Blizzard Lalo. Ach, stimmt, Blizzard Lalo, ja. Blizzard Lalo. Okay, jetzt können wir uns auch ein bisschen auf Lot konzentrieren, ne? Oder? So, ich mache mal eben ein paar Mauerbrecher, weil ich noch so ein bisschen am Boosten bin. 3, 3, 3. Oh, das ist ja eine neue Kombi, Leute. 3, 1, 2, 3. Ach ne, warte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah ne, da passen nur 2 rein dann. Ist das die neue Ultra-Kombi? Okay, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ich kann eh nicht alles spenden, ne? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ah ne, siehst du. 9. Okay, die kann ich noch spenden nehmen. Zweck Lalo, ja, die Liga-Skins sind super oder die Szenerie, aber das muss warten. Ja, das muss sehr, sehr lange warten, in der Tat. Das muss sehr, sehr lange warten. Aber ich würde fast sagen, wenn Supercell die Dinger hier für 99 Euro in den Shop ballert, dann kaufen sich die Leute das auch. Aber sie sind wirklich einzigartig und also alle. Alle 4 Skins, habe ich heute auch im Video gesagt, finde ich mega. Ich hoffe nur, dass sie genauso groß sind wie die hier. Also wenn ihr schon jemanden kennt, der das Zeug hat, dann immer her damit. Ich würde mir das gern ansehen, wie die wirklich rocken. Welchen Level? Es gibt kein Level. Das ist Medaillen. 2000, 2000, 2400, 2000, 2000. Du musst halt Liga-Medaillen sammeln. Itzu hat die gezeigt, okay. Ja, vielleicht hat Itzu die auf dem Entwickler-Account gezeigt. Hat er sich die wirklich gönnen können? Ich meine, letztendlich kannst du dir ja nur einen gönnen, weil du ja nicht mehr als 2500 ansammeln kannst, ne? Aber das ist levelunabhängig. Also ab dem Level, wo du natürlich, du musst natürlich einen Gladi haben, du musst eine Queen haben, du musst die Gladiatorin haben und den Warden, also ab 11, 12, ab 13. Ab 13 kannst du sie alle haben, ansonsten natürlich den Ligakönig ab Level 8, die Ligakönigin dann ab Level, Rathaus Level 9, den Ligawächter ab Rathaus Level 11 und die Liga-Gladiatorin dann ab Rathaus Level 13 mit dazu. Hier werden die Skins noch gar nicht angezeigt, okay? Dann bist du nicht Level 8, oder?
Er hat die Queen gekauft, okay? Ich hätte den King genommen. Ganz klar. Ich hätte den King genommen. Werden die Skins nicht angezeigt, okay? Lass mal gerade auf den Low-Account gehen. Ich glaube Toto, ne? Toto ist 8, ne? Toto FTP. Ja, der ist 8. Der hätte hier hinten bei den Medaillen, ganz hinten, da sind die auch für ihn, ja. Auf den 7er glaube ich nicht frei, ne? Warte mal. Ich habe auch noch einen 7er hier am Arne Zeutberg. Ist kein 7er. Er ist nochmal 7. Wer ist hier mein 7er? Ach doch, Zeutberg ist mein 7er, ne? Ah ja. Der wird vielleicht nur einen haben. Mal sehen, ob der auch schon alle sieht. Ja, die sehen auch alle. Also man sieht die, glaube ich, dann alle im Shop. Aber man kann sie sich dann halt erst, glaube ich, kaufen, wenn man auch den entsprechenden Helden hat. Früher war das ein bisschen anders. Früher war das ein bisschen anders. Da konnte man, egal welche Ratostufe man war, auch die gekauften Skins schon mal für sich in die Queue packen. Das heißt also, ein Rathaus Level 10, der jetzt keinen Wächter hatte, konnte sich schon mal einen Wächter-Skin kaufen. Da hieß es dann immer, ja, der ist dann verfügbar, wenn du einen Wächter hast. Dann ist das da. Also quasi für dich in so einer Queue gespeichert. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, du musst wirklich den Helden haben, damit du Skins kaufen kannst. Also damit du Skins kaufen kannst. Aber ich meine, Kaufskins. Ich meine, ich kann mir den Kobold-Skin jetzt kaufen, ne? Mit dem kleinen Account hier. Und dann habe ich den auch. Ich habe ihn halt erst dann freigeschaltet, wenn ich den Wächter auch wirklich habe. Nur durch die Pässe oder nicht? Ja, aber ich meine, ich habe aber die Option hier, ne? Guck mal, ich könnte ihn jetzt kaufen hier. Und dann habe ich den. Kann man immer noch halt im Goldpass oder Shop. Okay. Aber den hier dann auch, ne? Ja, Shop geht auch noch. Okay, alles klar. Ich wollte es gerade sagen. Ja, Liga-Medaillen haben das, obwohl ich bei dem einen oder anderen Account bin ich gut dran. Fast wäre ich angegriffen worden. Ihr Schweine. Kaufen kann man die Skins immer, nur erst nutzen, wenn man den Helden hat. Macht Sinn, ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Okay, was haben wir hier? Jetzt snacken wir was weg. So ein Rathaus brauche ich nicht mehr, ne? Außer er hat Ressourcen. Können wir ein bisschen droppen. Vor Chaos Arda vom Clan 1969. Jups. So, wir hatten eigentlich zwei Scatter am Laufen hier, ne? Einen können wir davon mal fertig machen. Dafür habe ich mir das Buch ja geholt. Erstes Maxed-Teil. Ja, ich weiß, ich hätte auch einen Adler kaputt machen können, aber ich wollte den Scatter haben. Der Adler soll mal bei mir ganz gemütlich laufen. Weiß ich auch nicht. Ich hab nicht so den Fokus auf den Adler gehabt. Dafür können wir dann gleich irgendwas anderes machen. Bauhütte oder vielleicht den ersten Tesla. 15,8. 15,2, okay. Den Wächter können wir noch nicht mal leveln, oder? Alter, 16,320, okay. Aber wir haben kein Heldenbuch, oder doch noch?
Ah, doch, wir haben Heldenbuch, okay. Wir haben Heldenbuch, aber ich würde fast sagen, wir leveln Begleiter. 232. Ja, mal sehen, wie weit wir kommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Jack leveln und uns das Ding hier einmal vollballern mit einer Rune und dann die Queen noch mal einen hochziehen. Dafür haben wir das Heldenbuch dann noch. Weil forschen hier, ja, muss ich auch was. In der Tat, was ist denn wichtig, Leute? Was meint der Heiler? Zauber, erstmal machen wir gleich einen Zauber. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir echt den mit dem Hammer hochrolle, weil ich würde wirklich nicht 256.000 sparen, um den jetzt hochzuballern, weil im Moment haben wir nur den an dunklen Zaubern, den wir hochmachen können. Und bis dahin, bis es den nächsten Zauber, glaube ich, hochgibt, von den anderen, Fledermaus, Gift, meint er, das lohnt sich eher, den Hammer jetzt aufzubewahren, um den nicht und wir nie wieder hier im Shop zu kaufen, weil wir wollen ja jetzt die Szenerien haben und die Helden. Für mich sehr, sehr schwer zu entscheiden. Aber ich wäre jetzt der Meinung, wenn wir das Ding mit dem Hammer machen, dann habe ich ihn weg. Lohnt sich nicht, meinst du, okay? Meinst du also eher, wir machen das ganz, ganz zum Schluss, wenn wir alles wirklich tutti haben? Dann nehmen wir lieber den Hammer hier. Oder wir nehmen den Hammer generell gar nicht und sparen ihn uns auf. Sparen und ganz am Ende. Ja. Findest du Anytime Fitness? Ich finde das gar nicht so. Bin ziemlich. Die Hitze macht mich kaputt. Ist nicht mein Wetter. Früher war es mein Wetter. Ich war früher ein Sonnenanbeter, aber heute nicht mehr. Also früher wirklich Sonne macht mich Neger. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte absolut geändert. Gute Nacht, angenehm schlummern und danke dir auch. Sparen ganz am Ende. Lohnt nicht für ein Skelett mehr. Ein Skelett mehr, okay. Heiler oder Eisgolem. Nächstes Update kommt erst in einem Jahr. Oh, du Armer. Okay. Nee, alles gut. Alles gut. Return Hunter. Guten Abend. Okay. Heiler oder. Ja, ich kann aber den Hammer nicht für einen Heiler nutzen. Ich kann den Hammer nicht für einen Heiler nutzen, weil da habe ich keinen Hammer. Ich habe aber ein Buch des Kampfes. Also ich kann mir auch vorstellen, die Heiler können wir machen für die CKs, ne? Wir haben ja auch noch ein Rühnchen hier. Da können wir uns das nochmal hoch machen. Na, bloß nicht. So, eine Sorge weniger. Babydrache Gustav. Gustav Babydrache. Hallo. Das ist jetzt nicht, das ist keine von mir favorisierten. Ja, Pekka, ja, erfährt ja jetzt auch ein Update. Wenn auch nur ein kleines Update, aber immerhin 500 Trefferpunkte mehr. Endlich mal wieder was für Frau Pekka. Die Inferno-Drachen werden stark. Die kosten aber dunkles Zeug, ne? Ach nee, das sind ja die Babydrachen. Ach so, du meinst also, ja, wenn wir den natürlich haben. Ja, mach noch den Drachen hoch. Jo, dann können wir auf jeden Fall Superdrachen, damit Superdrachen angreifen, ne? Haben wir denn hier eigentlich noch was einzusammeln jetzt, was wir noch nicht haben? Bisschen Gold, Heldentrank, Dunkles, Magistar, ein bisschen Elex, Zauber, ja. Das hier, Supertränke. Also wir können auf jeden Fall noch ein bisschen handeln. Bauarbeitergold, sehr cool. Ja. Und wir haben auch schon, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Vorher hießen die Vorteile Perks und jetzt heißen die Vorteile Banken. Okay, Banken. Was für ein beschissener Begriff. Ja, dann sag mir doch mal die maximale Größe. Ich weiß das zwar, aber er zeigt sie mir nicht an. Ich glaube, vorher konnte man das machen. Für Superdrachen. Jo. Dauert nur 14 Tage, Leute. Easy peasy, wa? Klonspell hochmachen, um den Superdrachen Blimp zu klonen. Ginge auch. Jetzt habe ich echt... Ja, okay. Ja, alles gut. Alles gut, Leute. Ich habe bestimmt ein paar Tränke, um das billiger zu machen, oder? Ja, guck mal, ich habe ja ein paar Tränke hier. Hau rein. Gab es nicht auch irgendwas hier in der Herausforderung? Ah ja, okay, ein super Trank. Oh, ich hab die letzten beiden Herausforderungen gar nicht gespielt. Gar nicht. Ja, hätte ich machen können, hast du recht. Aber mal gucken. Wir haben jetzt 5 Tränke eingeworfen. Wie teuer oder wie billig dann das Gem morgen wird. Mal sehen. Aber Heiler haben wir jetzt schon mal. Wir haben die Schweinreiter oben. Wir haben die Miner mit am Start. Vielleicht geht ja wieder ein bisschen was im Hybridbereich. Ich habe Noobs heute schon im Hybrid abkacken sehen. Queen sauber ums Rathaus rum und der Hybrid auch irgendwie nicht wirklich Rathaus fokussiert oder fokussiert. Da hat das nicht funktioniert. Aber das hätte auch nicht funktioniert, wenn er normale Hocks genommen hätte. Er hat ja ein paar normale gehabt und ein paar von den Super Hocks. Aber das hätte auch nicht funktioniert, wenn er das anders gehabt hätte. Back in Clash of Russia, eckig. Oh ja. Naja. Jeder so wie er will. Oder meint. Aber das nervt mich ein bisschen. Echt. Bisschen bessere Stimmung. Meinst du, wenn Rascha kommt, müssen wir Stimmung machen oder was? Nee. Nein, da machen wir keine Stimmung. Wir geben den Raschern keine Bühne. Ich habe übrigens die Kanalpunkte günstiger gemacht. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen. Ich habe das ein oder andere ein bisschen günstiger gemacht. Also schlag zu. Ach schade. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass da so ein schönes Lager stand. Rascher sind wichtig, damit andere die abfahren können. Ja. Ich fahre auch nicht rascher. Aber wie gesagt, es ist etwas, die Kanalpunkte sind ein bisschen billiger geworden. Ich glaube, ein Dorfbesuch, also nach wie vor, also den Dorfbesuch für die Clanstadt, den habe ich noch mal ein bisschen teurer gemacht. Auf 2 Millionen und einen. Und 2 Millionen und einen. Aber alle anderen Sachen habe ich ein bisschen billiger gemacht. Na, siehste. Aber trotzdem immer noch teuer, ne? Genau, ich weiß. Das können sich, glaube ich, die wenigsten leisten. Ich gehe da jetzt so ein bisschen sukzessive mit runter, so in die Region, wo dann die ersten Glücksräder vielleicht auch da mal wieder gehen oder so. Ja? Ja, es wäre ja mal schön, wenn man hier ein bisschen was zum Billigfarm hätten. Aber muss ich noch tiefer droppen?
Ja, das ist schön, dass du so einer bist. Was für ein Begriff, eckig. Immer eben bitte im jugendlichen Bereich hier bleiben. Du bist ein Lurker, so nennt man das. Das nennt man nicht Spritzer. Ich habe weniger erreicht, als ich wollte. Ich glaube, ich gehe jetzt schon, obwohl wir müssen fünf Tesla leveln, ne? Meine Herren, fünf Tesla, okay. Puh. Die haben alle echt wenig und ich verbrate die ganze Zeit hier mit weiter klicken. Das ist uneffektiv. Ich glaube, im Moment ist das Lotometer hier oben in, wo sind wir, Titan 2, ne? Nicht wirklich effektiv. Also mir fehlen hier die Million-Dollar-Bases. Also die mal richtig was auf dem Kessel haben. Ein Heil habe ich noch, okay. Habt ihr die neuen Truppen schon im CK angewandt? Also den Super Hawk Rider oder den Apprentice Warden? Selbst in Meister und Kristall ist der gut. Also du siehst ja selber, wie lange ich hier suche nach nach wenigstens so ein bisschen, dass es sich wenigstens lohnt, hier auf das Tablet zu machen. Hast du schon eine Verwendung für die Mini-Waden entdeckt? Ja, wir haben eben schon Horst so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass man mit dem kleinen Mini-Warden vielleicht ganz gute Sui spielen kann. Also wenn du wirklich nur mit den Helden ein bisschen was machen willst. Aber wir haben eben auch schon eine Rathaus 14 Base, fast nur mit Helden und den und ich glaube, es waren 6 von den 9 von den kleinen Warden, von den Mini-Warden und mit ein paar Goblins fast gedreiert. War schon ganz schön erschreckend. Ich glaube, wir haben den gedreiert, ne? Ich hab abgebrochen, ne? Am Ende. Ja, ich glaube, ich habe abgebrochen, damit wir nicht so viel Medaillen machen. Aber da hatten wir schon alles im Petto. Aber ich glaube, der hatte auch keine Clanburg. Oder hatte der doch Clanburg? Ah, weiß ich nicht mehr. Aber das nervt mich ein bisschen, die Lupe. Und der Loot ist echt nicht so dolle. Aber ich nehme jetzt mal das Dunkle ein bisschen mit. Wenigstens ein bisschen. Wir brauchen ja ein bisschen was, um das erste Patty zu leveln. Aber trotzdem ist das echt mies. Trotzdem ist das echt mies. Aber gut, wenn wir jetzt so ein Ding haben. Gute Nacht bis Mittwoch. Nächste Woche bin ich auf Tagung in Bingen. Helga von Bingen, kennst du die auch? Gute Nacht, Nügen. Alles klar. Du schreibst bis Mittwoch und nächste Woche bin ich auf Tagung. Okay. Dann bis Mittwoch, Nügen. Im August fahre ich vielleicht ein bisschen in Urlaub. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Nügen. Ah nein, da war wieder so ein Ding da oben. Ah, nicht drauf geachtet. Hildegard, nicht Helga. Ja, Hildegard, habe ich doch auch gesagt, nicht Helga von Bingen, oder? Hildegard von Bingen. Das war mal so fürchterlich innen, zu einer ganz bestimmten Zeit. Da hatten irgendwie alle von dieser Tussi irgendwelche Bilder hängen oder sowas. Grauenhaft. Echt. Also es sah wirklich nicht schön aus. Oder sagen wir mal so, schön ist was anderes.
Wieso hatten denn noch so viel Gold? Ist hier noch was in den Lagern? Nee, ne? Nicht wirklich. Warum? Achso, ich mochte das nie, diesen Stil. Ich mochte das nie. Und irgendwie fanden sich die Leute auch immer ganz abgehoben, wenn sie diesen Namen erwähnt haben. Ich habe das gehasst, diesen Namen. Hildegard von Bingen. Ich habe mal ein Hildegard von Bingen Bild und du nicht. Eine Fälschung. Weil ich glaube nicht, dass sich jemand eine echte Hildegard von Bingen Kopie leisten konnte. Wir wollten eigentlich 6 von denen mitnehmen. Weil ich wundere mich jetzt schon wieder gerade, warum wir nicht wieder 2 Bogis drin haben. So ist es besser. Den können wir mal wegmachen. Wir nehmen mal einen Wut mehr mit. Und Belagerungsmaschine machen wir mal so. Sie war eine Alpha-Kräuterhexe. Ja. Eine Alpha-Kräuterhexe. Okay, wir können aber einen Bob losschicken, oder? Bauhütte, verborgener Tesla. Ich würde sagen, wir machen den ersten hier. Sehr schick. Dann haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Und können das nochmal füllen hier. Wir wollen mal ein paar Bobs auf die Reise schicken, würde ich sagen. Was wir haben, haben wir. Nehmen wir nochmal einen Tesla hier. So. Lasse ich mir den einen Bauarbeiter jetzt frei für Mauern? Obwohl, wir können mal 2 Tränke hier nehmen. Ich bin mal noch ein bisschen geizig mit den Tränken. Ich muss ja noch ein bisschen Helden. Ich glaube, den einen lasse ich mir mal für Helden und Mauern frei. Würde ich fast sagen. Was können wir hier eigentlich mit Liga-Medaillen so kaufen? Oh, geil. 1, 2, 3. Sehr schön. Okay, die anderen Sachen brauchen wir nicht. Mal sehen, ich schmeiße sie nochmal ein hier. Das war hier im Labor auf jeden Fall. Mal sehen, wo wir da morgen landen. Die Bauarbeiterhütten kann man auch auf 5 machen, ja. Kostet nur 13,6 und dauert mit Pass schlappe 11 Tage. Sie machen etwas mehr Schaden pro Sekunde, reparieren auch ein bisschen mehr. Vielleicht hätte sich das eher gelohnt, die erstmal zu machen, aufgrund des Reparaturbonuses von plus 10. Aber ich denke, die meisten werden die Tesla machen. Was hat er denn hier drin in der Blimp? Hatte die neue Truppe da drin? In 1,3, okay, krass. Okay. Truppen kommen jetzt viel schneller aus der Siege. Ach ja, das stimmt, das stand in den Patch-Notes, ne? Dass die Siege jetzt so ein bisschen schneller verlassen, ne? Wenn da viele drin sind, ja. 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 Wenn viele Einheiten drin sind. Nicht definiert. War aber eine Anzahl. Oder war das doch definiert? Oder war das doch irgendwo definiert, wie viel da drin? Ja, das wurde geändert, das stimmt. Die kommen schneller raus, wenn viele drin sind. Aber ab wie viel viele? Was heißt für Supercell viele? Was heißt, jetzt kann man hier... Schön wäre jetzt so eine Suchfunktion da oben, ne? Was heißt für viele? Und wo steht das? Magisch, neu, Fallen, Zauber, Truppen. Was ist für Supercell viele?
Neue Level für Belagerungsmaschinen. Neue Begleiter. Heldenlevel. Okay, Wächter. Gladiatoren. Verbesserungsdauer, Kostenreduzierungen. Änderungen. Neue Liga-Helden-Skins. Verbesserte Helden. Verbesserung für den Szeneriekauf. Änderungen der Supertruppen. Balanceänderungen. Da, die Truppen werden schneller aus den Belagerungsmaschinen ausrücken, wenn viele Truppen in der Belagerungsmaschine transportiert werden. Was heißt jetzt viele Truppen? Was ist für Supercell jetzt viele Truppen? 20 Truppen, also 20 Kobolde und noch andere, oder eher wenig? Truppen, die viel kosten, also so wie 3-4 Bogenschützen und ein Magier. Was ist jetzt viel, was ist jetzt wenig, ne? Uiuiuiui. Haben wir eigentlich noch Schub ein bisschen? Noch, okay. Kobold-Wächter-Herausforderungen. Was meinst du damit? Blizzard und Superbury betrifft das, okay. Ja, aber da sind doch sowieso so wenig Truppen drin. Wenn du jetzt eine volle, wenn ein volles Zeppelin nimmst. Ja, da sind ja nie 10 Goblins drin. Da sind höchstens 6 Goblins und 5 Mauerbrecher noch mit drin. Mit 2 Bogenschützen und 1 Magier. Und wenn du das jetzt weglässt. Und Ereignisse. Ja. Da gibt es so eine Herausforderung, die habe ich noch nicht gespielt. Muss ich mir nochmal bei Izo angucken oder bei Noobs oder bei Mr. Mobile Fanboy, wie man das am einfachsten macht. Also da bin ich jetzt nicht so der selber Tüffler. Dass es gegen diese beiden Zeppeline ist, okay, ja, aber... Es ist ja immer noch nicht... Ach, Gabriel. Ja, erklär mal. Also, da hast du weniger zu tun. Itzu meinte, dass es gegen diese beiden Zeppeline ist. Ja, okay. Das heißt also, ab welcher... Es steht ja nicht bei, wenn du 2 Truppen drin hast in der Blimp, dann kommen die ganz langsam raus. Und wenn du 3 Truppen drin hast, dann kommen die ganz, ganz schnell raus. Da brauchen wir Zahlen. Hi Mario, da brauchen wir Zahlen, ja? Wenn Supercell jetzt sagt, wenn dort 5 verschiedene Truppen drin stecken, dann kommen die langsam. Oder 4 verschiedene Truppen, dann kommen die langsam. Kobolde, Mauerbrecher, Bogenschützen, Magier, 4 verschiedene Truppen. Kommen aber nur 2 verschiedene Truppen raus. Also du machst nur Bogenschützen, Magier und lässt leer den Rest. Dann kommen die ganz langsam. Weiß man halt nicht. Ortmann, weißt du das? Moin. Ich kann es auch nicht mehr hinterfragen, oder? Und dieses Itzu mein, ne? Das ist auch mal so eine Aussage. Dass die Kobolde rauskommen und die Maupamager trotzdem von der kleinen Bombe getroffen wurden. Bei 10 Goblins und 4 Supermagier, okay. Ja, ich meine 10 Goblins, okay, dann ist es ja doch wahrscheinlich an der Masse gemacht, ne? Moin, was denn? Achso, wir diskutieren gerade darüber, warum oder ab was für eine gewisse Anzahl in der Blimp sein muss, damit die Truppen schneller rauskommen, als man eine vollbefüllte hat. Einfach Fullriss Blizzard mit 5 Supermagiern jetzt. Ja, scheinbar, ne? Kommt man von der Arbeit tot und ohren. Wahnsinn. Ja, das sag mal, ganz schlimm. 2 Videos, Livestream. Alles offen Montag für euch. Ich weiß noch gar nicht, wie der Mittwoch eigentlich enden soll. Hallo, Edmonton. Sei nicht Chef zu mir, Edmonton. Du weißt, dass ich das hasse. Kommst du gerade von der Arbeit? Was haben wir denn auf dem Tacho stehen? Alter, 11:30 schon. Scheiße.
bisschen überzogen gerade. Aber macht nichts. Na, so viel auch nicht. 9 Uhr, 2 Stunden. Ich halte auf jeden Fall meinen, ich nenne ihn mal so, Schnitt. Montags, Mittwochs, Freitags. Bei 2 Stunden sind wir immer, bei 3 Stunden oft. Ja. Und ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen länger streamen mit euch. Weißt du, so 4, 5, 6 Stunden. Würde mich mal wieder ein bisschen anhypen. Die Frage ist nur, ob ich das im Moment hier oben aushalte, 4, 5, 6 Stunden. Ich habe gedacht, das passt so, weil du auf so einen Chefsessel, na gut, dann lasse ich das. Das ist kein Chefsessel, das ist ein ganz normaler Gamerstuhl. Der Urlaub kommt bald. Ich habe noch gar keinen Urlaub eingetragen, Mario. Null. Null. Ich habe noch keinen Urlaub eingetragen, nicht einen einzigen beschissenen Tag. Aber ich glaube, wir haben dieses Jahr alle zusammen hier keinen Urlaub zusammen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil jetzt fangen die Ferien schon an. Hat aber keiner mehr. Ferien hatte ja keiner mehr. Mal sehen. Ich würde ganz gerne zwei Sachen noch mit euch machen. Ein Pet leveln und die Queen hochballern. Dann haben wir das auch schon mal. Da trollt er mich aber ganz schön mit dem Tesla, ne? Das ist aber ein ganz schönes Schwein. Dabei will ich nur bis da unten, bis zu einem Kessel kommen. Hätte ich auch von hier unten machen können. Wenigstens einen schwarzen Pott noch. Hat er irgendwo noch was stehen für uns? Ja, da unten. Okay. Das ist cool. Mal gucken, ob wir uns das noch holen. Achso, oh, ich habe gar nichts mehr. Okay. Durchsicht. Das ist aber jetzt suboptimal, ne? Oh, scheiße, der Warden ballert. Okay, ob wir den hier wo bekommen? Jawohl, haben wir gekriegt. Geil, okay. Mehr wollte ich nicht. Alles für die Tat. Mehr wollte ich nicht, alles für die Tat. Aber okay, ich glaube, wir können das jetzt so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir nehmen den Jack hier, leveln den ein, warte. Machen den nicht fertig, nein. Aber hier kann man jetzt mal sehen, dass ich den Begleitertrank nehmen kann, ne? Die Beschleunigung. Ich lasse den erstmal laufen. Tut nicht weh. Dann hauen wir uns das Ding hier einmal voll, würde ich sagen. Schnappen uns hier die Zensi. So ist sie. Ja, okay, wir hätten jetzt noch 11 Boosts, aber macht nichts. Damit haben wir die dann auch auf ein Level höher. Ja. Jetzt habe ich nur noch Zauber und eine Elex-Rune. Okay, mal sehen, wie lange die morgen noch brauchen, bevor ich das fertig gemme und dann, dass ich die nächste Truppe machen kann. Aber wo hast du den Trank her? Den gab es im Shop bei dem 1,19 € Paket, glaube ich, ne? Hatte vorhin jemand geschrieben. Den gab es im Shop. Zwei Stück meine ich und gucken wir doch gerade mal bei Avatar. Hi. Ich finde es cool und habe auch ein neues, cooles Zuhause gefunden. Ja, ich finde es in Ordnung. Aber Mario, was noch viel wichtiger ist, Mario, hast du gewusst, dass es hier eine neue Szenerie gibt? Classic. Die Szenerie hat unten grün und oben lila. Die Szenerie hat unten lila, oben grün. Geil, ne? Ich wusste das nicht. Lady hat uns das eben gesagt. Ich wusste es echt nicht. Aber hier waren die beiden Tränke. Ja, genau, hier da waren die drin. Begleitertränke und das Buch der Helden. Ja. Da waren die drin.
Aber okay, ein bisschen habe ich ja geschafft. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich lasse mir den einen Bob frei, wenn wir mal wieder so einen Helden machen können. Ich kann ja noch einen Helden machen. Ich könnte jetzt immer noch einen Helden machen. Teures Unterfangen, ne? Aber man kann es jetzt machen, das ist nicht schlecht. Man kann es jetzt machen. Wenn man es hat, ne? Leute. Und der Toto hat es doch. Ohne Ende. Das ist natürlich eine ziemlich komische Truppe hier gerade. Da brauchen wir vielleicht ein paar Tanks vor, oder? Den Hock ist irgendwie doof. Was haben wir noch frei? Das haben wir noch frei, okay. Wie viel können wir denn eigentlich von den Yogis hier mitnehmen? Wir brauchen ja schon noch ein paar Miner, ne? Okay, wir können aber ganz schön viele mitnehmen, ne? Bisschen was zum Funnel brauchen wir aber auch noch. Ja, lass ich mich mal überraschen. Mal sehen. Aber okay, wir können das Lager noch mal voll machen, weil ich glaube, ich kann mir noch eine dunkle Rune hier abholen. Ja, eine dunkle Rune kann ich mir noch abholen. Dann kann ich die Queen noch mal einen hochziehen. Ah, ne, ich muss erst das Lager machen, warte. Da ist es. Jetzt habe ich zwar kein Heldenbuch mehr, aber hier gibt es eins. Und dann machen wir die fertig. 88, 89, 90, okay. Puh. Hi Brisi, ich habe heute meine Abschlussprüfung bestanden. Ausbildung zum FISI, aber da wissen wir alle, was das ist. Fachsicherheitsbeauftragten oder ist das irgendwas vom BND? Was kostet die Welt? Ja, ich meine, das waren jetzt 500 Gems, ne? Dann haben wir die bald fertig und brauchen nicht mehr daran zu denken, ich muss die Queen noch leveln. Medaillen habe ich natürlich keine mehr, also ein zweiter Hammer hier ist leider nicht drin. Aber okay, so. Ich habe doch noch ein bisschen was geschafft, Leute. Finde ich sehr, sehr gut. Den einen Bauarbeiter lasse ich mir auf jeden Fall frei. Erstmal 7 Tage, 11 Stunden, 14 Tage, 14 Tage, 15 Tage, 15 Tage. Entspannung macht sich breit. Wir machen Mauern. Und während wir Mauern und Helden machen, glaube ich, kann ich mir vorstellen, machen wir. Ich glaube, wir gehen wieder Richtung Legende. Ich glaube, wir gehen wieder Richtung Legende. Mal sehen. Ja, Zauber, da weiß ich auch noch nicht, was wir damit machen. Müssen wir mal gucken. Bisschen Elex, Vorteile, Banken. Banken heißt das jetzt hier. Banken. Ich ziehe mich auch zurück, Lady. Danke, dass du mich daran erinnerst. Sehr schön mit euch gewesen, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch oder ich konnte euch ein bisschen mit anhypen. Fachrichtung Systemintegration. Ach, das heißt das, ja. Ja, ich bin in der IT unterwegs, aber ich kenne die Begriffe doch nicht. Weil ich bin doch Quereinsteiger. Ich bin noch nicht so ein Halbstudierter. Oder habe so eine Ausbildung gemacht. Deswegen kenne ich die Begriffe auch nicht. Ich glaube, Basti hat sich auch da irgendwo mal mit beworben jetzt. Allerdings ist er doch ein bisschen mehr für E-Commerce. Ich würde einen Scatter hochschieben. Weiter, Mario. Ich habe schon einen hoch.
Ein Skater meine ich. Der andere läuft. Nur 15 Tage. Er läuft auch nur 15 Tage. Streng genommen könnten wir auch alle Tränke jetzt einwerfen. Du willst einen Skater hochziehen. Ja, ich habe jetzt auch erstmal einen fertig. Einen Skater haben wir durch. Und dann mal sehen. Mach ich mal nachher hier mit der Hybrid-Armee. Mal gucken. 5, 5, 17, 3. Heiler haben wir auf Maxed. Haben doch ganz gut was geschafft. Bin zufrieden. Mauern 120, das heißt, wir haben auch 5 Mauern gemacht. Großer Wächter. Kostet halt alles Büchers. Wenn man es immer so haben will, dass man die CKs noch mitspielt, kostet halt alles Bücher oder Gems. Aber ich würde mir jetzt keins mehr von den beiden Paketen kaufen, hier bin ich ganz ehrlich. Eben habe ich noch gedacht, drücke ich das jetzt nochmal, es kommt sowieso keiner mehr raiden. Da kommt er hier nochmal rein. Ich bin am Ende, Weini. Ich bin durch. Weini, ich bin durch. Ich schicke euch einfach weiter, oder? Haben wir noch einen? Ich guck mal gerade, ob ich hier noch einen habe, wo es sich lohnt. Wie findest du das Update, Weini? Ein bisschen können wir ja gerade noch quatschen. Bist du auch gut gehypt oder eher weniger? Ja, ich kann auch ausmachen. Willkommen Raiders. Jo, vielen lieben Dank. Short out, haben wir gar keinen Mod mehr hier. Das wird Weini. Falls ihr ihn nicht kennt. Es gibt sicherlich der ein oder andere Zuschauer, der Weini nicht kennt. Finde ich eigentlich gut. Hocks sind mega cool, aber mal schauen, wie es noch wird. Ja, ich konnte jetzt nicht so viel machen. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt heute gekommen bist. Ich sag mal so mit dem Normalclashen. Ich bin ein bisschen raus aus der Legende. Aber ich habe jetzt eben schon festgestellt, eigentlich kann ich auch wieder reingehen, weil die Updates dauern ja doch ein paar Tage länger. Und ich habe auch nicht so viel Bücher. Ich will nicht so viel Gems hier investieren. Und möchte immer eigentlich ganz gerne am CK-Leben teilnehmen. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr anders, weil so viele Bücher kommen jetzt auch nicht, dass ich 15, 20 Helden Level hier durchballern kann. Ja, ich finde es eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Also die Sachen, die mir super, super gut gefallen, sind natürlich die Szene, die Skins, die man für die Medaillen bekommt, die sind mega. Aber ich finde auch ganz gut, dass man hier jetzt diese Vollbildansicht hat. Das finde ich einfach geil, auch mit den Wechseln hier. Warum wechselt? Achso, der wechselt denn gleich die. Ah, guck mal, der wechselt gleich den Helden. Wie geil. Krass. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die restlichen 11 Level Helden machen soll. Ja, bei dir sind es noch 11. Ich habe jetzt noch zwei Level hier. Bei der Queen. Hab aber noch einen Hammer. Das heißt also, vorletzten level ich ganz normal. Letzten kommt der Hammer. Und dann habe ich auch noch 15 Level hier. Ja, da müssen halt reichlich Bücher fließen, hoffentlich in den Clan spielen. Pass sind wir durch, haben auch alles geholt. Nur noch bei den Banken noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Banken. Was ist Banken? Hallo Big Twitch. Lucky, sehr benutzerfreundlich. Ja, das finde ich auch echt cool gemacht, aber ich weiß gar nicht, warum die Perks jetzt nicht mehr Perks heißen. Für euch hießen die Perks Perks. Das waren die Perks. Und Banken waren das. Oder ist das nur im Englischen so? Herbst-Update werden Pets kommen plus Helden. Ja, irgendwie so wird das kommen. Warte mal. Hey, was habe ich denn jetzt für eine Sprache eingestellt hier? Ach, hey, nee. Komme ich denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Englisch. Okay. Hospanditos. Heißen da die Helden. Hospanditos. Perks und Banks. Vorher waren das die Perks und das die Banks. Naja, egal.
Ich möchte nicht unhöflich sein. Kann man sich über DC für einen deiner Clans bewerben? Nein. Nein, einfach nur hier. Es gibt hier bei mir keine DC-Bewerbung oder du musst mich 15 mal dreiern oder sowas. Hier in den Clans. Es gibt auch keinen Bonus, so ein Toto Clash Bonus oder sowas. Oh mein, ich glaube, der Bot pennt ein bisschen. Oder war das nicht nur Clan? Clan? Ah, ohne S, Mario. Könnten wir mal, nee, nee. Aber Mario, ich mache mal Folgendes. Ich ergänze den Befehl mal eben. Einmal und Aufrufezeichen Clans. Falls dann doch mal jemand Clans eingibt, kann man ja machen. Dann haben wir das beides mal erschlagen. Ich glaube, ich habe gestern Abend hier eine Motte drauf auf meinem Bildschirm erschlagen und sehe jetzt noch ein bisschen das Ergebnis. Nicht so schön. Individuell, Ausrufezeichen Clan. Jeder erweitert Befehlsalias ist Clans. Ich gucke mal, ob das passt. Befehlsstichwörter speichern. Mal gerade checken, ob der das jetzt macht. Nee, geht nicht. Er schreibt gar nicht, dass ich irgendwas speichere hier. Toll. Ah, jetzt geht's. Okay, alles klar. Ja, muss man ohne Ausrufezeichen machen. Okay. Manchmal so, manchmal so. Skelett noch auf dem Monitor von der Motte. Pfui. Er hängt aber schon länger da. Alles klar, Leute. Wir gehen einfach offline. Ihr könnt das letzte Stück noch hören, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos oder in weiteren Livestreams ab Mittwoch. Tut mir zwar jetzt ein bisschen leid für die Mario Weini-Zuschauer, aber ihr wart ja auch schon ein paar Stunden bei Weini und habt sicherlich auch jetzt ein bisschen die Schnauze voll von Clash of Clans. Oder ihr spielt es jetzt selber noch ein bisschen. Ich werde gleich nochmal den Hybrid hier in jedem Fall durchspielen. Dauert ja noch ein bisschen, aber ich werde den nochmal spielen, um den mal zu checken. Aber wir haben heute viel erreicht. Ich bin gut zufrieden. Vielen Dank. Stur lächeln und winken. Danke für den Support. Danke, Niki. Thank you.
Thank you.